Welcome back zu Mario 202. So viel Leben habe ich. Naja. Ja, was geht bei euch? Wir haben noch zwei Bonus-Welten vor uns. Also würde ich mal sagen, schmeißen wir uns mal direkt drauf. Die erste von den dreien haben wir schon durch. Ich habe gerade ein bisschen Problem mit meinem Kabel hier von meinem Controller. So, wäre es, wenn wir direkt erstmal uns Powerpick gönnen. So, und uns ein bisschen erstmal wieder einspielen, die ganze Sache. Guck mal hier, haben wir direkt schon mal zweimal fliegen. Das ist gut. Und jetzt müssen wir erstmal alle Röhren hier abchecken, weil, ne, ganz viele potenzielle Geheimnisse hier versteckt sein können. Und eins sehe ich hier schon. Huh, drauf. Ich warte nur auf den Moment, wo ich von einem diesen Blöcken eingequetscht werde. Weil das kann schon passieren, denke ich. Okay, ich habe Angst. Okay, eins nach dem anderen. Zack. Oh, shit. Oh Gott. Oh, Doppelshit. Okay. Furchtbar. Aha, seht ihr? Es hat sich gelohnt. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Mal gucken. Das war wieder nur für Geld, oder? Ich bin beeindruckt. Okay, dann... Ach, oh, wie fies. Ja, toll. Es ist fies, dass die Starcoin so platziert ist. Ich habe gesagt, dass es passieren wird. Ich habe gesagt, das wird passieren. Jetzt müssen wir sie immer wiederholen, weil sie ist nach dem Checkpoint platziert und auch noch nach diesem Bonusraum. Das heißt, wäre ich jetzt nicht nochmal zum Suchen zurückgegangen, hätte ich sie gar nicht erst gefunden. Boah, ich bin jetzt genau dazwischen gelandet und musste dann sterben. Das ist so traurig. So. Na gut, es ist trotzdem kein großer Akt, sie jetzt jedes Mal wieder zu holen. Ist halt nur ein bisschen nervig, aber man muss jetzt nicht das halbe Level zurückrennen. Also alles cool, denke ich. Ich warte halt darauf, dass die Level saumäßig brutal schwer werden. Aber ich glaube, das kommt noch nicht ganz so. Aha, okay. Alle Geheimnisse sind gelüftet. Hier. Das heißt, ich kann jetzt mal ausnahmsweise für den Rest des Levels einfach voran und das Ding zumachen, hier abschließen. Weil ich denke, die Welt ist nicht so schwer und das war bei der vorherigen Bonuswelt auch so, weil, guck mal auf die Karte unten, die sollte jetzt, glaube ich, ist die Intention, dass sie so schwer sein soll wie Welt 4, weil sie jetzt so parallel dazu verläuft, wisst ihr? Secret Exit? Das Geisterhaus hat doch wieder safe erstmal ein Secret Exit. Also suchen wir erstmal lieber hier, bevor wir das erste Level absuchen nach dem Secret Exit. Das ist halt immer das Blöde in diesem Spiel. Dass man halt nie weiß, wo es jetzt Secret Exits gibt. Die sind jetzt nicht wie in Mario World erkenntlich gemacht, wo jeder weiß, worum es geht. Okay, das war schon mal richtig. Bis jetzt sieht das für ein Geisterhaus immer noch sehr linear aus. Oh, wie mache ich das denn auf? Ah, okay. Interesting. Oh, jetzt hab mich sogar wirklich erschreckt. Ich meine, das Spiel auf HD kann dir vielleicht doch ein bisschen überwältigender aussehen. So, wir hatten ja schon mal sowas. Ich glaube, den Geist zu berühren ist Instant Death, wenn ich mich richtig erinnere. Okay. Oh, da ist die Starcoin. Oh shit, oh shit, oh shit. Ah, okay. Reingehen oder nicht? Wahrscheinlich schon, ne? Sag bloß, das Level endet hier. Oh, es endet wirklich hier. Kein Secret Exit gefunden. Mein super Plan, da oben hinzufliegen, hat auch nicht funktioniert. Krass, wo soll denn hier ein Secret Exit versteckt sein? Ich meine, die Starcoins, eine Sache,
das Level war auch viel linearer aufgebaut, als man es sonst kennt von Geisterhäusern. Also ich meine, auf einer Seite gut, aber... Okay, eins von den Leveln muss ja ein Secret Exit haben. Einer von den beiden. Aber bis jetzt war es halt immer das Geisterhaus. Und wir müssen sogar in diese Kanone rein. Okay, ich glaube, das Level wird nämlich auch nochmal ein Secret Exit haben. Voll verrückt. Im Jungle. Mit dem bösen Fisch, hallo. Okay. Okay, ich finde ja die ganzen großen Geheimnisse aus Versehen. Oh shit. Okay, mit Fliegen krieg ich's aber trotzdem noch. Hätte ich mal den bösen Fisch gekillt damit, ne? Nein. Eigentlich wäre sogar die Vollblume hier gar nicht mal so schlecht. Weil damit könnte ich den Dude zumindest mal abwehren. Oder so. Ich dachte, wir würden es schaffen. Ich dachte... Wisst ihr, warum ich es nicht geschafft habe? Weil ich doch noch oben das Ding an der Wand berührt habe. Dann hätte ich einen ganz frame-perfekten Flug gemacht. Wäre mir das gelungen. Okay, scheiß drauf. Diesmal mit Feuerblume. Diesmal machen wir den Weg, wie Nintendo ihn von mir erwartet und haben möchte. Ach nee, jetzt kommt der erst hier. Okay, erstmal wird der Fisch gekillt, ja? Okay, gut. Ich habe ihn erstaunlich selten erwischt. Ah, jetzt. Okay, blöd gelaufen. Ist halt ultra langsam so, aber so will Nintendo, dass ich das mache. Okay. Darauf verzichte ich mal. Auf die roten. Ist kein guter Anfang. Das ist schwer. Gehen wir da rein. Ich habe ja schon alle drei, aber... Okay, nur Geld, ja? Nichts weiter. Okay. Okay, ich bin misstrauisch. Weil ich suche ja eigentlich auch noch nach Secret Exit. Aber gut. Aber gut. Big Brain, achtet mal drauf. Ha, da müssen wir hin. Okay, nein. Ich habe auch hier kein Secret Exit gefunden. Also wir haben jetzt drei Level hintereinander, wo ich bei allen vermute, dass sie eins haben müssten und ich habe nicht eins davon entdeckt. Nicht gut. Nicht gut. Also ich meine, da muss doch safe was sein. Guckt euch das mal alles an. Was soll's, gehen wir weiter. Ach man, ich habe keine Ahnung. Ich bin richtig am Sack. Aber ich meine, Starcore-mäßig läuft's ja, ne? Deswegen ist das ja halt so komisch. Okay, das ist ein Autorunner, dieses Level. Jo, bis hierhin. Und dann lässt man sich dick verarschen. Oh, oh, das ist ein Mini-Pilz, ja. Okay, wir haben jetzt einen Mini-Pilz. Muss ich da hoch? Oh, so knapp. Okay, nochmal. Das ist natürlich alles andere als einfach, diesen Erwartungen hier gerecht zu werden. So, gib mal her. Stern, okay. Sonst hochschießen?
vielleicht. Das ist das, was ich sehen wollte. Okay. Oh, okay. Ich wollte mich nicht zweimal hochschießen, aber was soll's. Hoppala. Ich darf doch bestimmt jetzt wieder ein echtes Power-Up hier benutzen, oder? Okay, danke, dass ich die ganze Sache hier skippen durfte, aber... Wie sieht's denn jetzt mit Starcoins aus? Da ist sie! Oh, das wird hart. Das wird jetzt schwer. Hilfe! Hilfe! Oh, ich hab's, glaube ich. Boden, Boden, Boden. Okay, perfekt. Puh, ich glaube, das Spiel wollte, dass ich das immer noch als Mini mache. Aber ich sag einfach, nö. Fliegen ist viel besser. Okay. Ich versuche mich immer hier sehr genau umzuschauen. Sehr cool. Als hätte ich nicht gemerkt, dass ich eigentlich hier hin muss. Oder? Warte mal. Irgendwas ist doch hier komisch. Hier ist nichts komisch. Tja, hier ist echt nichts komisch. Okay. Okay, auch kein Secret Exit hier in Sicht. Also wir werden mindestens in zwei Leveln eins verpasst haben. Und dann kommt das Schloss. Okay, machen wir erst das Schloss und dann kümmern wir uns um diese ganzen Secret Exits. Wo ich bis jetzt noch gar keine Ahnung habe. Okay, Trampoline im Schloss. Wo ich auf jeden Fall bis jetzt noch gar keine Ahnung habe, wo ich überhaupt zu suchen habe. Oh, das ist, glaube ich... Oh, shit. Okay, halb so wild. Ich muss einfach nur eins davon da reinwerfen, richtig? Okay, das sollte nicht so schwer sein. Yes, okay. Will ich da hoch? Ich glaube nicht. Wenn die da rauskommen, glaube ich nicht, dass ich da rein kann. Ich meine, man soll es natürlich nicht komplett ausschließen, aber ich lasse es jetzt erstmal. Hier hingegen, das schreit so richtig nach, geh rein. Auch nicht, okay. Oh Mann. Aha, okay, das war eine der faireren versteckten Ranken, weil man auf jeden Fall darauf kommen konnte, anhand der Münzspur, was hier überhaupt los ist. Also, es gab schon deutlich unfairere. Das alles? Oh Mann. Da freue ich mich mal, dass es dann doch mal einigermaßen fair war und dann kriege ich ja doch keine Starcoin. Schade. Wirklich schade. Na gut. Dann gibt's halt hier nichts. Der hat mich überlistet. Okay. Gib mir Item. Cooperling-Bälle. Okay. Die können mir ja an sich ja nicht wehtun, also. Hab ich ja hier nichts zu befürchten. Mann, ich bin der schlechteste Mario-Spieler überhaupt. So, jetzt sind alle Items weg. Ich habe alles verballert.
Der Bereich mit dem Bellen sah sehr verdächtig aus, oder? Ja, ich dachte, aber ich habe alle Dinger durchgecheckt und da war halt nichts drin. Deswegen gehe ich jetzt erstmal hier weiter gucken. Ich habe zwar gesagt, nicht da rein, aber ja. Das sieht aus, als wäre hier noch irgendwas los. Jo, Marco und Foley, ey, zusammen. Kein Geheim-Item. Wieso hast du so ein Dino-Icon? Das ist nicht mein Verdienst, oder? Ich glaube nicht, dass ich das hingezaubert habe. Okay, mit nur Pilz den Koopaling killen. Ich glaube, das kriege ich dann, oder? Okay, was? Also ich meine, oben ist der Schalter, aber... Oh, okay. Wie komme ich oder er dorthin? Puh, anstrengend. Gelb. So, und jetzt muss ich mich schlau machen nach diesen Secret-Exits. Weil diese Welt wirkt abgeschlossen, aber sie ist alles andere als abgeschlossen, also... Kehren wir mal direkt zurück. So, also mal ganz schlau überlegen. Führt uns... Ich denke, dieses Level führt uns da runter. Und dieses Level führt uns da oben zu dem Level. Vielleicht reicht das auch. Vielleicht an Secret Exits. Den habe ich bei irgendeinem random Twitch-Event auf Tastatur gehauen. Ich habe nur so geschrieben, wurde ich belohnt. Nice. Kann auch so, ob ich Prime-Kone haben will oder Dino. Na, ich hätte jetzt auch Dino zum Flexen genommen. Okay, suchen wir mal hier nochmal. Das ist, ich glaube, Level 1 und Geisterhaus werden beide jeweils ein Secret Exit haben. Aber ich finde es einfach nicht. Ich meine, wo habe ich denn noch nicht gesucht? Kann man es jetzt auch fragen. Ich meine, die dritte Starcoin war hier unten. Und ich glaube, dann habe ich ja seitdem auch nicht mehr so gründlich weitergesucht. Okay, das ist ein One-Up. Das heißt... Ach, das rollt die Kamera gar nicht weiter runter. Okay, nicht, dass ich als Mini-Mario hier rein muss in einen dieser Dinger. Das wäre richtig scheiße. Aber es wäre nicht unmöglich. Ja, aber dafür lohnt es sich doch gar nicht, sich überhaupt ein Mini-Item zu holen. Nur mal zu gucken, ob das potenziell möglich wäre. Das ist so ein Riesenaufwand. Für etwas, ne? Aber ich meine, das Level endet ja auch. Oh Gott. Und das Level hat natürlich auch selber gar keinen Mini-Pilz. Kann ich nicht irgendwo fliegen oder so? Oder hier rein, wisst ihr, irgendwo? Oh, es ist so ärgerlich. Okay, ich recherchiere das gleich mal im großen Internet, ja, weil... Ich will zumindest wissen, ob ich recht habe, ob man hier einen Mini-Pilz braucht. Und danach kann man sich immer noch damit befassen. Ich sehe es jetzt nicht ein, mir noch einen Mini-Pilz zu suchen. Oh shit! Ah, Doppelstream. Warum? New Super Mario. Ich weiß, es ist gecheatet. Es ist dick gecheatet, okay? Ihr habt alle recht. Aber ich will es erstmal wissen, ob es auch so ist. Ob man einen Mini-Pilz hier braucht. Für dieses Level.
Nein, kein Mini-Pilz. Du hast vollkommen recht. Und ich habe es gerade gesehen. Okay, ich wollte nur gucken, braucht man einen Mini-Pilz oder nicht. Man braucht ihn nicht. Aber ich habe auch gleichzeitig aus Versehen, ich habe so geguckt und gesehen, wie das Secret Exit geht. Und ja. Ich wäre wahrscheinlich auch darauf gekommen, wenn ich jetzt, scheiße, ein paar Mal öfter das Level auch gespielt hätte, wahrscheinlich. Und ich kann euch auch gleich sagen, warum. Aber ich war jetzt so faul, dass ich jetzt mir gar nicht mal die Mühe gemacht habe. Mir ist egal, ob du cheatest, ich will heute nie Super Mario Bros. U sehen, weil das Spiel eine scheiß Grafik selbst auf dem Emu hat, aber das Gameplay ist gut. Ja, aber wir spielen das schon auf der Real-Konsole, ne? Also ich habe jetzt keinen Kemu-Emulator auf dem Rechner. Beziehungsweise ich habe es auch noch nie getestet. So ein Pech, ja. Achso, wir müssen hier, ich sag euch, wie es geht. Hier, wir müssen nämlich auf dem Ding uns drauf fortbewegen. Anstatt das aufzumachen. Kann man drauf kommen, ja. Ich war jetzt so sehr auf Mini-Pilze verkrampft und fixiert, dass ich das gar nicht mal mehr in Betracht gezogen habe. Seht ihr? Ganz einfach. Niemals kommen wir drauf. Wir hatten schon schlimmere Sachen auf jeden Fall. Muss man zugeben. Muss man zugeben. Und ich habe ganz zufällig einen Geistesblitz bekommen von ganz alleine, wie man dieses Secret Exit löst. Keine Tricks. Keine Tricks. Okay. Ach, komm schon. So, whoop. So, und darauf bin ich von ganz alleine gekommen. Und das ist auch ganz bestimmt nicht gelogen. Na, gib schon her. Ich brauche ja ohnehin noch einen ganzen Batzen an Leben. Bis zum Spiel, ne? Sagen wir, die Spielentwickler sind schuld, wenn wir uns darauf verlassen können, dass man für Sequels nie Mini-Pits aus anderen Leveln holen muss. Hättest du gar nicht erst nachgeschaut. Du hast vollkommen recht. Also es war nur Nintendos sonst unfaire Secret-Exit-Placements, die mich so misstrauisch haben werden lassen. Und vor allem von irgendwelchen... Wir wollen ja gar nicht am Anfang von diesen ganzen random unspam Blöcken. Hast du eigentlich Videos angeschaut, was ich vor ein paar Tagen von Discord geschickt? Ich meine, dieses SpongeBob-Pokémon-Video. Nee, ich glaube das nicht, aber ich kenne den YouTube-Channel Eno, wenn man den ausspricht. Mein Favorit war, oh, wie hieß das Video? Das was mit dem Elektroball im Kraftwerk. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Wo man im Kraftwerk ist und dann das Elektroball anspricht und der Finale einsetzt. Hat nichts mehr mit SpongeBob zu tun, aber... generell, so, der Dude macht richtig gute Videos und ihr wisst, wie die Regeln sind, die besten Videos sind die auf YouTube, die unter 20 Sekunden lang sind, so ist es mal. Oh, schade. Ah, ja, seht ihr, mir macht ja keiner was vor. Ich muss da hoch, oder? Scheiße, ich schaff das aber nicht. Ich komme da nicht hoch, weil Mario spinnt. Okay, scheiß drauf. Ach du Scheiße. Okay, ja, gut, dann. Ah, jetzt habe ich's. Ich kann das ganze Level skippen. Tja, ich hoffe, die Starcoin ist nicht die zweite dort links gewesen. Dann haben wir vielleicht sogar wirklich was geschafft zu überspringen einfach. Das wäre super cool. Aha. Okay. Neuer Versuch. Mann. ich muss irgendwie einen besseren Winkel treffen. Nein. Okay. Okay. Die Dinger spawnen ja neu. Also alles cool, ja? Ich habe ganz viele Versuche hier. Ah, ich hab's. Nice. Das war auch die zweite Münze übrigens. Was habe ich denn hier? Okay.
Apfel dahin, oder? Okay, der ist zwar unvermeidbar. Was hat das jetzt gebracht? Kann man sich mal wieder fragen. Naja, Autoscroller, ha? Wow, Trickshot. Da, warte mal, die ist ja nicht mal versteckt. Die ist einfach da. Das checke ich manchmal gar nicht. Dann sind so 5% aller Starcoins sind so einfach so richtig hier, nimm. So aus dem Nix. So richtig unerwartet vor allem, weil manche sind so richtig scheiße versteckt. Triff hier unsichtbare Blöcke. Warum gab es so viele One-Way-Falltüren? Ich weiß nicht. Das Level ist generell vom Design her ein bisschen anders als der größere Teil hier. Ich merke das ja. Bisschen kreativ ausgelegt. Vielleicht durfte der Praktikant das Level machen, man weiß ja nicht. Das mit dem Praktikant war ein Joke, aber in Mario Maker, diese offiziellen Nintendo-Level, da kann mir keine Sachen, dass da mindestens ein paar Level dabei sind, die wirklich von Praktikanten gemacht worden sind. Praktikant-san. Okay, das machen wir zuletzt. Die Kanone. Ben, was erst mit diesem Level? Was ist mit diesem fucking Kabel hier von meinem Controller los? Übrigens macht er diese Probleme gar nicht mehr so krass. Also, ich habe ja am Anfang vom letzten Stream erzählt, dass er nicht mehr so richtig nach links geht, wobei das dann erstaunlich wenig problematisch war, aber irgendwie hat das wieder nachgelassen, dass er aufgehört. Ich bin der Sensei. Ich habe letztens mir eine Episode von The Office angeguckt, falls ihr es kennt. Und da hat der eine Dude, also Dwight, irgendwie von Senpai und Sensei geredet, aber der hat das komisch ausgesprochen. Der hat Sensei gesagt, glaube ich. Und die anderen haben es dann auch so ausgesprochen. Alle waren so Sensei. Nee, nicht Sensei, eben ja nicht. Sensei. Und ich war so ein... Warte mal, ich kenne genug Internet-Memes, um zu wissen, dass es nicht so ausgesprochen wird. Ja, The Office! Ja. Ich bin der übelste Spätzünder, aber ich habe jetzt erst angefangen, mir die Serie mal anzugucken. Aha, ganz viele versteckte Sachen. Oh, da will ich doch sicherlich hin. Ah. Ich finde gut an diesem Spiel, dass diese Lucky Two Wolken, auf denen wir unterwegs sind, sehr schnell sind. Das ist nicht immer so. So machen wir das doch, oder? Okay, ich meine, diese 1 Million Münzen knacken, das machen wir eh nicht. Trägt auch zum Glück nicht zu 100% bei. Okay, ich glaube, ja. Okay, das habe ich mir schon bereits gedacht. Guck, in voll vielen anderen Mario-Spielen sind die langsam, aber hier wusche ich damit durch. So, ich glaube, das war's, was Secret Exits angeht, ne? Also, echt nur die ersten beiden Level hatten, glaube ich, was. Ja, sieht gut aus. Wow, was ist los? Warum eine Party auf einmal? Was? Und die letzte Welt hat keine Starcoins? Könnt ihr mir nicht erzählen? Keine Starcoins, einfach so, in der letzten Welt. Gib. Das war gerade die unerwartetste Party überhaupt. Die Spam Marbles, you, here we come. Ey, beruhig dich mal. Wir haben noch einen ganzen Batzen in DLC-Level, ne? Die nehmen auch. Oh, fuck, ich wollte. Oh, ich bin noch. Ja, Mann, ich darf immer noch fliegen. Ich bin richtig Noob und darf trotzdem, weil ich noch diesen Helm hatte. Tschüss. Oh, das will ich mir gar nicht ausmalen, wie schlimm dieses Level wäre, ohne zu fliegen. Aber ist mir scheißegal, ich fliege einfach drüber. Was für DLCs? Das spielt DLCs? Oh ja. Oh ja, das hat es. Ist nicht mein Joke, das ist mein Ernst. Klar bezahle ich. Was gibt's da? Ist das einfach ein Itemhaus? Das ist einfach ein Itemhaus, ne? Okay, Weltstern 1 hat aber
unten in den Slots sind immer noch potenzielle Dings möglich. So. Und wie geht's euch heute? Alles gut? Habt ihr einen schönen Tag? Guck mal, das sieht jetzt noch ein bisschen nach Cheesy Deezy aus, aber es ist wirklich vorausgesetzt, dass ich das hier mache, um 100% in diesem Spiel zu erreichen. Weil das ist irgendwie das einzige Mario-Spiel, wo es einen dieser 5 Sterne, Achievement-Sterne gibt, dafür, dass man, ich glaube, 1110 Leben hat oder sowas. Und ihr habt gesehen, ich habe das Spiel so gut wie bis zum Ende durchgespielt und jetzt nicht ultra noobhaft und bin trotzdem auf 200 Leben gekommen oder 220. Das heißt, wir müssen das so machen, um das hier überhaupt hinzukriegen. Nur leider nimmt das viel Zeit in Anspruch. Ein bisschen Kaiserhaft wäre es ohne Tanuki, das Level, ne? Ja, so sind eigentlich alle Kanonenlevel aufgebaut. Dass man perfekte Sprünge, ne, und Autoscroller machen muss. Und mit Fliegen kann man es einfach skippen. Ey. Wir hatten das ja, glaube ich, am Ende vom letzten Stream. Da hatten wir ein Level, da hatte ich halt kein Fliegen. Der Panzer rotiert mit jedem Sprung. Ja, stimmt. Sieht man gar nicht, wenn man es auf dem echten 3DS spielt wahrscheinlich. Wie war die Uni? Boah, nicht viel los, nicht viel los. Mehr Arbeit momentan. Ja. Leider. Oder gibt es eine Vorspultaste? Ich meine, das ist ein Emulator, den ich hier benutze. Aber egal. Bevor ich ja irgendwie rumverschütter, scheiß ich einfach drauf. Ich kann schon mal über den Plan reden, der für später gleich ansteht. Anscheinend gibt es ja wirklich keine Starcoins, obwohl auf der, ne, auf dem Hut unten das steht. Und mal schauen. Mal schauen. Müssen wir wahrscheinlich einfach nur ganz normal durch die Level hier durch. Ja, und dann kommen, wenn das durch ist und wir 5 Sterne haben. Ich glaube, wir müssen auch noch alle Starcoins ausgeben. Dann kommen die ganzen DLC-Level. Die habe ich auch damals fürs Let's Play alle gespielt und das habe ich auf dem echten 3DS gespielt und der Spaß hat mich nochmal 40 Euro gekostet. Für alle DLCs. Ganz schön teuer, wenn ihr mich fragt, aber gut. Deswegen kann mir jetzt keiner von irgendwelchen illegal Jailbreak runterladen hier einen vorwerfen, denn ich habe den Scheiß wirklich gekauft, ja. Was? Würdest du nicht etwa ein Emulator? Nein, hier ist mein 3DS. Siehst du? Genau hier. Er ist sogar an. Und den habe ich angeschlossen an ein Gamepad. Um besser Smash Bros. Für 3DS spielen zu können. Wie läuft das bei euch? Selbststudium, alles mit Zoom. Ja, also eher das Zoom-Ding. Wobei es mal irgendwelche komischen eigenen Programme sind. Statt Zoom. Ich habe heute erst eine Mail bekommen, dass wohl jetzt ganz kurzfristig gesetzlich entschieden worden ist, dass gar keine Kurse mehr in der Uni stattfinden dürfen, also mit Anwesenheit aus dem Nix. Ich hätte zum Beispiel einen Kurs gehabt mit Anwesenheit, aber da bin ich gar nicht erst hingegangen, dachte ich mir, okay, ich scheiße einfach auf diesen Kurs. Und ich glaube, der muss jetzt gecancelt werden. Weil es kam durch heute die Mail, ja, ab dem 2. Dezember, ne, ist das nicht mehr erlaubt. Wow, krass. Jetzt mit Ausnahme von Sachen, die im Labor oder so stattfinden. Aber gut, ich studiere jetzt nicht irgendwas, was in einem Labor stattfindet. So eine Art von Mail bekomme ich im letzten Monat, aber nichts mit Gesetz. Danke für diesen ganzen Beifall übrigens. Leute, die, ne, also hier im Hintergrund. Aber diese One-Up-Sound macht mich schon echt verrückt. Im Rhythmus. So, schaffen wir das noch, die 1100 voll zu machen, bevor die Zeit abläuft? Und vielleicht noch das Level abzuschließen? Das sind bestimmt dieselben Leute, die auch bei Smash applaudieren und jubeln, ja. Jetzt muss noch irgendwie im Hintergrund noch Mario geschrieben werden. Zum Anfeuern. Aber mal ehrlich, überlegt mal auf eine offizielle Art und Weise, sich diese Anzahl an Leben zu erarbeiten. Ich finde, da hat Nintendo reingeschissen, dass sie das wirklich verlangen, so viel Leben zu haben. Irgendwann hast du so viel Leben, wie noch nie jemand ein Leben hatte, ja. Ich hab so viele Leben wie, keine Ahnung, Einwohner einer Kleinstadt. Eigentlich kannst du das Ganze nur abbrechen, gleich wieder starten, wenn die Zeit sowieso gleich flöten geht und verlierst damit ein Leben.
Ja, ich glaube auch nicht, dass ich das Level noch schaffe, ne? Schauen wir mal, wie es jetzt ausgeht. Wir haben jetzt 1000. Ne, wir haben Krone 06, tut mir leid. Zeit wird reichen. 2 Leben pro Sekunde gibt es. Der Mathematiker hat gesprochen. Schon mathematisch errechnet. So, okay, wir machen schon mal bereit. Der Controller ist wieder in der Hand. Ich meine, der 3DS. Ich weiß ja nicht, wie lang dieses Level sein wird. Und ob es Checkpoints gibt. Komm schon. Okay, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, und los. Oh, fuck. Wir haben 30 Sekunden. Also 30 Mario-Sekunden. Was? Geh weg. Oh, shit. Oh, nein. Oh, nein. Ah! Warte mal. Keine Starcoins, ne? Keine Starcoins. Nö, Starcoins als... Jetzt spritet man die einfach nur ein bisschen um und nennt sie jetzt einfach Mondcoins, wisst ihr? Und dann... Voll die Lüge, Mann. Mondmünzen, wow, ja. Starcoins sind alle gesammelt. Und dann irgendwann sind alle Mondmünzen gesammelt, dann gibt es auf einmal... Sternmünzen. Nein, warte, das hatten wir ja schon. Einmal pro Sieben muss ich was Mathematisches sagen. Das wird bestimmt nicht das letzte Mal sein. Es gibt ja andauernd immer irgendwas... Relevantes. Ja, okay. Also, im Klartext, das bedeutet, es gibt keine Starcoins mehr, die sind alle gesammelt. Das ist eine einzige Lüge. Ao, Mister. Ao. Ao, Wenn man mit oder über andreht, dann darf man keine richtigen Wörter mehr sagen. Beziehungsweise man darf halt nicht mehr seinen Mund bewegen beim Sprechen. Einfach nur. Okay, wie kriege ich das jetzt? Ein P-Switch. Bräuchte ich nicht eine... Aha. Ist das die offizielle Art und Weise, wie man das löst? Für mich schon. Für mich schon. Mondmünzen. Aber die war... Ich meine, sind Mondmünzen jetzt alle so brutal schwer zu holen? Oder wo ist der Trick? Oh, guck mal, wir sind kurz vor dem Checkpoint abgekackt. Aber ich meine, gut, wir hatten ja eh die erste Dings nicht. Wirst du eigentlich in New Super Mario Bros. U die Challenge spielen? Ich glaube schon. Ich habe halt das Spiel ultra lang nicht mehr gespielt. Ich weiß, was es Challenges gibt, aber sind die irgendwie... Macht das Sinn, die zu spielen? Oh, ich hab's... Und ich sterbe trotzdem. Oh. Und ich sterbe einfach trotzdem. Das war richtig schlecht. Na, ihr lustigen, spaßigen, überfrohen Leute. Alles fit? Noob. Fuck. Ey, das war so gut gespielt und dann das. Okay, also... Mondmünzen sind wohl echt krass zu sammeln, oder? Also das ist so das... Krass schwer, meine ich jetzt. Okay, dann probieren wir es halt nochmal. Oder kann ich so? Ich glaube nicht. Gib. Besser schwer zu sammeln als schwer zu finden, oder? Ja, auf jeden Fall. Okay, seht ihr, so schwer ist es sogar gar nicht mehr. Oh, der Typ. Hey. Geh bitte. Und unsere Lebenszahl ist wieder vereint komplett. Ja, das stimmt wohl. Zumindest, ne, wissen wir, worauf wir uns hier einlassen. Warte mal. Und dann gibt's die dritte Münze. Die ist so einfach, ja, hier, nimm. Genau das, wovon ich eben noch geredet habe. Die ersten beiden so richtig todeshart und dann so... Dritte Münze, wir wussten nicht mehr, wo wir verstecken sollen. Also liegt die einfach mitten auf dem Weg. Mario hat seinen Hut verloren. Das gibt's ja auch. Kein Scheiß, das wusste ich gar nicht mal mehr. Ich habe keinen Hut mehr. Voll scheiße. Hehe. Das sieht aus wie ein Arsch. Und jeder von euch weiß das. Okay, die ist jetzt gar nicht mehr so ultra krass versteckt. Arsch. Wozu ein Hut, wenn man 3 Kronen hat?
Ja, stimmt wohl. Wobei, warte mal, mach jetzt seine Mütze zurück. Okay, ich meine, andererseits, diese Raccoon-Ohren ohne Mütze wären auch ein bisschen weird, glaube ich. Hoppala, warte mal. Wir wollen das Ding auf der Mitte erwischen. Guten Abend, Tag, hallo. Oh, da ist er, der Nikan Sonic. Diesmal mit einer 1 im Namen. Wie geht's, wie steht's? Oh. Okay, wir kriegen viele einzelne One-Ups. Aber was sind schon einzelne One-Ups, wenn man sich einfach erbeuten kann? Okay, wir sind noch nicht tot, ja? Okay, okay. Beruhigt euch. Gut. Wie geht's hier? Ja, ganz gut, ganz gut. Irgendwie... Keine Ahnung, ist kalt geworden, ne? Ich freue mich schon auf die Weihnachtszeit. Die Bahn... Bei der Plattform sah aus wie Brüste. Oh, jetzt sind schon Brüste geworden. Ja. Why not? Why not? Die Level sind auch sehr linear hier, ne? Also ich meine, guckt euch mal die Map an. Die ist wirklich einmal whip geradeaus und nicht mehr und nicht weniger. Also, immerhin keine Secret Exits mehr, gehe ich mal stark von aus. Oh, jetzt ist Geist. Hier ist sowas versteckt. Nicht? Doch. Nein. Da? Okay, irgendwas ist doch hier komisch. Und ihr wisst es auch. Ah, okay. Oh, hi. Oh, ich durfte ausweichen, sowas. Will ich das überhaupt? Ah, ich denke schon. Joop. Bam, man darf sogar Geister töten. Ist das nicht toll? Und dem Typen. Okay, wir haben doch safe eine Münze verpasst. Da ist einer. Kriege ich aber nicht. Hey, spawnen ja irgendwie noch mehr... Das ist echt ein komisches Level. Weil hier spawnen manchmal irgendwelche Plattformen, dann aber wieder nicht. Ah. Und es war die zweite. Wundert mich jetzt kein bisschen. Ich gehe zurück. Also ich glaube, wir müssen wirklich alle Bodendinger hier mal ablaufen, so wisst ihr. Damit hier gewisse Sachen spawnen. Okay. Mal her damit. So, das wird jetzt nicht easy, aber ich gebe mein Bestes. Mondmünze. Nein, ich darf nicht zu weit hoch. Oh nein, ich verliere auch meinen Hut. Weil sonst nimmt die Strömung mich wieder mit. Okay, jetzt aber sowas von mal, ne, Checkpoint nehmen. Verdient haben wir es. Ich kann gar nicht draufbleiben, ne? Okay. Klar, die Schwung für einfach irgendwo in der Mitte ist. Lass das an. Ja, so läuft das. Aber Mann, wo kann ich denn hin? Dahin. Ja? Nein? Nein? Okay, erstmal das Ding hier, ja? Dann reden wir weiter. Das sieht nicht gut für mich aus. Danke, One-Up, dass du mir mein Power-Up geraubt hast. Hab ich die Coin überm Schloss gesehen? Welchem Schloss? Ich fürchte, du hättest diesen Kasim vom Front gebracht. Wo? Was? Nein. Doch? Okay, warte, hier war die zweite Münze. Ich verstehe jetzt gerade auch selber gar nichts mehr. Ich weiß auch gerade gar nicht mal mehr, was ich haben will.
Kurz vorm Ende war, glaube ich, oben die Münze. Was? Hier. Nein. Ich glaube, sie ist dort oben. Kommen mir doch irgendwelche Wege auf oder sowas? Genau da, dachte ich. Ja, das sieht ja auch da wirklich nach Münze aus. Ich dachte, du musst über die Fahne hinweg. Nee, nee, das kann man nicht so schwer gar nicht. Okay, ich sag mal, wenn ich jetzt sterbe, halb zur Welt. Checkpoint ist ja da. Und wer weiß, vielleicht brauche ich ja wirklich einen der Thrump-Männer hier, um das zu schaffen. Okay, umbringen. Ich werde halt auf diese eine Plattform darauf. Ich habe meinen Hut zurück. Toll, ne? Oh. Gib. Oh, perfekt. So, da war die zweite. Und wir wollen... Okay, ich bin jetzt... Muss ich fliegen? Warte mal, ich kann gar nicht fliegen, oder? Dafür brauche ich ja genug Anlauf, aber den kriege ich ja gar nicht. Und perfekt drauf gelandet, ja super. Gib mir nochmal fliegen. Oh, okay. Oh Mann. Okay, jetzt kann ich hier hoch. Ja, schön, aber... Ne? Aber wofür? Hatten wir das eben auch schon? Ja, ne? Ich erinnere mich... Nicht mehr. Tada, und Münze 2. Okay, ja, gut. Ich glaube, du kannst ganz hinten Anlauf nehmen, wenn du einen Tanuki hast. Kein Scheiß. Sieht halt schon irgendwie nach Fliegen aus. Hier, oh, das wäre aber viel zu schwer, glaube ich, hier Anlauf zu nehmen. Bei diesen ganzen Geistern, die im Weg sind, ne? Ich kann mich ja so schon kaum bewegen. Aber andererseits, was sollte sonst in Frage kommen? Danke für nix. Okay. Nee, oh Mann. Komm schon. Gut. Ich weiß nicht, auf der oberen Plattform, wenn man ein paar Mal hinterherläuft. Nee, also... So geht das schon nicht, ne? Also das ist viel zu wenig. Vor allem immer durch dieses Drehen verliert man diesen ganzen Momentum, den man braucht. Oh. Weil jetzt waren diese Münzen auch da, die so richtig sagen, hey, guck mal da. Eben haben die mir irgendwie gefehlt. Oder ich hab's halt krass nicht gecheckt. Okay, mir scheißegal, ich hab's. Lass mich hier raus und nie wieder dieses Level machen. Okay. Ich habe das Level aber gar nicht verstanden. Also, je nachdem, wo man hingegangen ist oder was man gemacht hat, sind halt
Plattformen oder ne, also Steine und oder Münzen gespawnt. Und ich glaube, ich habe die ganze Zeit nicht den oder diese Sache gemacht, dass diese Münzen spawnen, die mir sagen, oh shit, dass da ne diese unsichtbare Dings ist. So. Das wird lustig. Ein Autoscroller. Oh oh. Oh oh nein. Ja, ich habe den Mini-Pilz jetzt genommen, weil der wird nicht ohne Grund hier sein. Ich hätte mir auch gewünscht, dass vorher ich die noch mit der Vollblume, ne, noch Ding hätte kaputt machen können. Aber selbst dann wäre er, glaube ich, ein paar Sekunden weg gewesen und dann neu gekommen. Schon mal eins. Okay, gib mir doch mal sehr gerne den Checkpoint. Ich hätte nicht gedacht, dass es überhaupt einen Checkpoint hier gibt, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht. Ich verzichte, ja? Ich weiß es halt nicht. Oh, jetzt wird's ernst. Autoscroller mit Mini Mario Wasser und dem gefälschten Fisch. Das ist alles, was er mag, so lieben an einem Level. Ja. Immerhin ist nicht dieser Lava-Dude da, der, also dieses komische, dieser komische Metallkopf. Warte mal, ist das mein Pilz von. Okay. Der immer Feuer spuckt und schwebt und auf und zu fliegt. Hier passiert gerade nicht viel, ne? Also. Hat sich doch gelohnt, seht ihr? Okay, und jetzt schnell. Er ist nicht gesprungen. Er ist nicht gesprungen. Warum springt er denn nicht, wenn es gerade drauf ankommt? Er ist nämlich dann stattdessen im Wasser versunken. Nee, oh mein Gott, wartet mal. Ich krieg ja gar keinen Mini-Pilz mehr. Wow. Okay, das ganze Level von vorne. Wisst ihr warum? Er ist am Ende nicht gesprungen. Nochmal das komplette Level von vorne. Krass. Das war nämlich die Lösung. Und vermutlich sogar nur die dritte Starcoin, weil die zweite hatten wir nicht. Doch, da waren Blöcke, hätte es ja nicht drinne sein können. Wo? Ja, schönen Dank, dass ich das ganze Level von vorne machen muss, ey, wegen so einem Bullshit. Ich habe echt versucht und versucht, dass genau das nicht passiert. Und dann passiert es trotzdem. Na, wenigstens gibt es in diesem Spiel keine Slowdowns wie in Mario 3D Land. Ja, den Checkpoint kann ich eigentlich gar nicht gebrauchen, ne? Sehr fies. Was ist das? Oh, okay. Okay, von mir aus. Dass ein normaler Pilz gewesen wäre. Da, ne? Ich sehe nicht. Oh Gott, ich sehe mich ja selber teilweise nicht. In der Luft. Okay.
So, auf ein neues. Nicht in Wasser einsinken, bitte, sondern springen und rein. Okay, das sind echt Millisekunden, die jetzt gerade entscheiden, ne? Gut. Leider, nicht leider. Alles gut, das war die zweite. Oh Gott, ich dachte kurz im Moment, ich werde da drin eingequetscht, aber es macht ja gar keinen Sinn. Es geht weiter, what the f... Oh nein. Alles von vorne. Er ist nicht gesprungen. Ich kann nicht sagen, warum er nicht gesprungen ist, weil die Plattform gefallen ist und da Mario in Miniform halt so runterschwebt schon förmlich. Ja, ist dann, wenn die Plattform runterfällt, bin ich dann komplett hilflos. Okay. Ja, ich glaube, weiß nicht, warum ihr das Level immer und immer wieder sehen wollt. Ich meine, ich finde das Level nicht so cool, aber auf eurem Wunsch kann ich das gerne mehrmals spielen. Also ich höre immer sehr gerne auf Zuschauerwünsche. Deswegen, wenn ihr sagt, dieses gleiche Level einfach noch ein drittes Mal und vielleicht sogar noch mehr, dann werden wir es halt machen. Ich weiß nicht, was euch daran so stimmt. Vielleicht diese tropische Musik, die wir gerade in diesen kalten Tagen gebrauchen können. Die Atmosphäre, der Strand. Ist ja abgesehen von zum Beispiel erste Starcoin sammeln oder sowas auch wirklich nicht viel los in diesem Level, ne? Und dann halt am Ende dieser entscheidende, super harte Moment. Aber hier die meiste Zeit gammel ich ja auch noch rum. Cool, 30 Geld. Oh, ja, ich habe mich gerade selber in eine schwierige Situation begeben. So, und wir sind gleich da, ne? Oh, perfekt. Ein perfekter Sprung war das. So, Freunde der Sonne. Also, jetzt wird erstmal... Ich bin nicht tot. Alles gut. Ich habe mich kurz eingeschissen fast, aber gut. Jetzt wird erstmal richtig schön der hier geholt, ne? So, damit ich hier schön und entspannt mir die dritte Münze holen kann, ohne mich hier verarschen zu lassen. Und im besten Fall auch diesen Fisch killen kann. Na, aber leider kommen meine Feuerbälle gar nicht bei ihm an. Guck, das ist das Problem, wenn diese Plattform runtergehen halt. Ich falle ja so mit der Plattform mehr oder weniger mit, aber als Mini-Mario, ja nicht, der fällt ja viel langsamer. Und ich muss meine Tür aufmachen, hier wird es ein bisschen stickig irgendwie. Ja, und der kleine Mario halt nicht. Und ja, dann ist man sehr schnell tot, weil man dann in der Luft ist und dann sich gar nicht mehr weiter bewegen kann. So, dieses Level ist jetzt ein für alle Mal abgeschlossen. Nicht sie weg hier und weiter. Okay, das ist Cooperhausen. Okay, fangen wir so an. Ja, ist natürlich jetzt die Frage, wo suchen wir jetzt nach Starcoins, ne? Wenn man auch wieder hoch kann. Hier, oder? Oh, okay, gerade noch so gekriegt. Wo ist Boden? Sehr gut. Es ging daneben. Muss ich da hoch? Wahrscheinlich, oder? Doch, das sieht sehr richtig aus. Ah, okay. Ich gehe. Okay, ich kann jetzt schon sagen, dass das Level 20 mal angenehmer ist als das von vorher.
Auch wenn wir noch nicht mal ganz durch sind. So, jetzt sind wir durch. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir haben eine Minute gebraucht. Beim anderen irgendwie eine Viertelstunde oder so. Einfach, weil es der längste Autoscroller wieder mal aller Zeiten war. Mit Mini. So, durch. Und na, guck mal, noch zwei Level vorm Schloss. Und dann haben wir alle Level hier durch. Aber das ist irgendwie auch ein Schloss. Das kommt natürlich unerwartet. Ja, Mann, Autoscroller, geil. Ich hab's schon vermisst. Ich hab schon ganze 5 Minuten keinen Autoscroller mehr gehabt. Ich glaube nicht mal. Jeder hasst Autoscroller. Ah, oh, scheiße. Okay, das kriege ich dafür, einmal in den Chat zu gucken. Warte mal. Ich habe das Gefühl, ich gehe jetzt hier lang, weil ich habe das Gefühl, dass da... Oh, doch nicht. Unsichtbare Blöcke sind. Ich nehme den Hit in Kauf. Scheiß drauf. So, jetzt muss ich ein bisschen Multitasking machen. Gut. Kann ich die wegspinnen? Ja. Will ich da hoch oder weiter? Ich glaube, ich will da rein. Oh, perfekt. Okay. Bis jetzt auch nicht allzu kompliziert. Ich dachte halt bei der ersten Starcoin, dass wenn man da hoch geht oder schwimmt, dass dann ich einen dicken Cockblock kriege durch unsichtbare Blöcke, aber irgendwie doch nicht. Kam doch nicht vor. Okay, ich glaube, keiner hat was dagegen, wenn ich jetzt mal ausnahmsweise ein bisschen Vollblume behalte für hier unten. Wobei ich glaube nicht, dass ich den damit... Ne, den kann ich damit gar nichts. Also ich bin so gesehen eigentlich immer noch mächtiger. Oh, hier brauche ich das aber. Wow. Das habe ich jetzt auch ein Power-Up gekostet, aber was soll's. Komm, Goldblume. Wir wollen alle die Goldblume sehen. Sehr enttäuschend. Okay, was soll's. Das ist komisch. Also auf dem A-Knopf und auf dem B-Knopf schwimmt man jeweils. Aber wenn ich beide Knöpfe drücke, dann schwimmt er gar nicht. Deswegen habe ich auch eben dieses eine Item verloren. Guck ich... Ah, ich kann es jetzt nicht vormachen. Moment. So, jetzt. Ich drücke jetzt ein, jetzt drücke ich beide und er macht gar nichts. Aber wenn ich loslasse, dann fliegt er... Das ist voll komisch. Warte mal. Also er registriert schon die Inputs, dass ich A und B beide die ganze Zeit am Drücken bin, aber... Er akzeptiert es einfach nicht, weil ich beide drücke, oder wie ist das? Voll komisch. Da, so, ne? So ist es, wenn ich beide drücke. Ja. Okay, was soll's? Raus hier, raus hier, raus hier. Ich will hier durch sein. So, okay. Keine Autoscroller mehr, bitte. Okay, noch ein richtig schönes, böses Lava-Level. Zum fast Abschluss. Oh, okay. Schnapp ich mir. Okay. Nicht weiter tragisch, alles cool. Ich meine, das Spiel ist immer nett genug, uns hier, zack, mit Checkpoints zu versorgen. Ja, was soll's. Okay, warte mal. Als noch einen anderen. Wieso kommen denn jetzt schon irgendwelche Bowser-Flammen? Ich meine, der ist noch ein Level entfernt. Komm schon. Ich wusste es. Seht ihr, ich krieg hier echt irgendwie einen sechsten Sinn für den ganzen Scheiß. Und ich hätte sogar wissen müssen. Das ist das Krasse daran.
Ist jetzt nicht so, oh cool, du hast was gefunden, hier kriegst du Geld oder so. Nein, das ist die Starcoin oder Mooncoin oder nennt es, wie ihr wollt. Es ist erforderlich für 100%. Okay. Wir sind kurz vom Ziel, aber scheiß drauf. Das Risiko gehe ich nicht ein. Seht ihr, was wäre, wenn er mich jetzt erwischt hätte? Ich habe ihn sogar voll spät erst gesehen, irgendwie diesen Typen, ne? Okay, und keins dieser Level war so schlimm wie dieses Strand-Autoscroller-Fischding. Mini Mario. Okay, letztes Level. Ah, alle rasten aus. Über natürlich unsichtbare Blöcke. Block findet Maschine aka Marco. Es muss ja auch sein. Also ich meine, wie viele unsichtbare Dinge haben wir halt nicht gefunden, ne? Dafür im Gegenzug. Und das Spiel sagt ja richtig, du musst. Hallo, auf welchen Knopf? Lässt er mal los. Oh, okay. Ich weiß gar nicht, ob ich nur gestunt werde oder ob ich auch Schaden nehme, wenn die mich erwischen. Oh, okay. Tschüss. Im Hintergrund eine schrecklich nette Familie, ja. Aber wer von denen ist Al Bundy? Dass man mal einmal mit einem Item hier versorgt wird. Vor dem großen Finale wahrscheinlich. Hier kommt ja noch. Oh, shit. Okay, jetzt fängt das Level erst an. Was für eine clevere, kreative Idee. Ich sterbe hier. Und ich wüsste auch nicht, wie ich das jetzt hätte besser machen sollen, weil... Wär's gestorben, wenn sie erwischt hätten? Tja, jetzt hast du es gesehen. Ich erstarre und dann... falle ich wie ein Klumpen einfach runter. Das Problem war, da war auch gerade nichts, wo ich mich hätte verstecken können. So, also, wie hätte ich die Situation besser spielen können? Ich habe es noch nicht ganz verstanden. Gib. Die Antwort lautet ja. Ja, ich glaube, wenn die mich jetzt hier so erwischen würden, glaube ich, passiert nichts. Vielleicht muss ich auch hier viel schneller einfach sein. Aber er springt nicht. Ja, seht ihr, ich hätte schon längst da drüben sein müssen. Aber dafür muss ich frame-perfekt das machen. Und frame-perfekt ist nicht, dass er dann nicht springt oder loslässt oder sonst was, wenn ich diesen Knopf drücke. Es muss perfekt sein, wirklich. Es muss elegant Tool-Assisted Speedrun-mäßig sein, ja? Das muss ich gerade zumindest für einen Moment auch leisten können. Ein TAS-Moment muss ich einfach hinlegen. Nicht mal mehr ein Gamer-Moment, sondern TAS-Moment. Das ist schon mehrere Stufen drüber. So, jetzt. Loslassen. Danke. So geht das. Okay, es muss... Seht ihr, so perfekt muss es ablaufen. So, dann endet das Level hier nicht mal. Oh, jetzt im Sprung. Okay, mit Fliegen ein bisschen einfacher. Oh, okay, hätte ich kein Fliegen, hätte ich, glaube ich, jedes Mal dieses Timing versaut hier. Ja. Okay, auf zum Final Boss. Leider. Oder vielleicht kriege ich ja nochmal einen Checkpoint. Ich meine, beim letzten Final Schloss habe ich ja schon mal einen Checkpoint bekommen, einen zweiten. Oh, wie cool ist das denn? Ja, Mann. Let's go, die Starcoins sind gesichert. Okay, ich hab nicht aufgepasst. Diesmal sind die Flammen blau. Was ein nerviges Level. Ja, aber es geht. So, jetzt ist es Knochenbowser. Was komisch ist, weil wir haben den originalen Bowser ja nie geschmolzen in diesem Spiel. Das heißt, vielleicht stimmt diese Theorie und es ist wirklich ein komplett anderer Charakter.
Und Knochenbowser ist gar nicht Bowser. Vor allem diesmal, warum machen wir das? Peach ist offiziell gerettet. Mario geht einfach nur aus Vergnügen hier rein und fängt jetzt den Kampf an. So, das ist glaube ich der exakt gleiche Bossfight nochmal, vielleicht mit einem schwierigeren Twist oder so. So. Da ist hier die Affenmande. Aber eine der wenigen neuen Ideen. Ja, ich meine, vielleicht ein bisschen lahm, den gleichen Bossfight zweimal hintereinander zu machen, aber ich meine... Immerhin ist ein Bossfight, den es so nur in diesem Spiel gibt, glaube ich. Oh, seine Augen werden blau, wenn er zuschlagen will. Ich meine, irgendwie blöd, dass ich von vornherein schon ein Item verschenkt habe. Aber sonst ist ja alles okay. Ich meine, Lava ist halt unten, ne? Das heißt... Vielleicht heißt das jetzt auch nicht viel, wenn ich dann halt Power-Ups habe, ne? Wenn ich einmal einen Fehler mache im Blöden. Warte mal, der greift noch an. Ich bin aber schon hier oben. Los, mach deine Animation. Das war schon, okay. Einmal Feuer machen und dann geht schon weiter. Ich meine, er ist groß, aber er ist echt langsam, der Typ. Ich meine, überleg mal. Jetzt hat er sich fokussiert auf links schlagen und das macht er irgendwie erst 3 Sekunden später. Das ist wie, als würde er mit einem 400er Ping spielen oder sowas. Damit die Gamer unter euch auch verstehen, wovon ich rede. Oh, gut, da ich schon hier oben bin. Zweimal vorher gemacht. Oh oh. Ihr wisst, der Scheiß geht jetzt ab, wenn die Mönche mitmachen. Im Hintergrund. So, die lila Flammen sind die fiesesten. Das ist halt so Aimbot-Feuer. Ich hatte ein bisschen Sorge, dass sie mich da doch treffen können. Sind wir da? Ich meine, der Fight ist schon easy, oder? Ich meine... Es ist jetzt nicht einmal brenzlig geworden. Na, was soll's. Dafür sieht's schön aus. Gerade in HD. Der New SpongeBob ist wirklich schwerer, ja schon. Erst recht, wenn man auch noch die Star Coin sammeln muss. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das nur in Another Super Mario Bros. Wii war mit der Star Coin oder mit den Star Coins. Oder auch im Originalteil. Tada! Oh, und das war's. Ey, keine Credits. Cool. Ich dachte, das Spiel würde mich nochmal zwingen, Credits machen. Das sind alle Mondmünzen. Ja, vielen Dank auch. So, speichern. Und beenden, würde ich sagen. Ich glaube halt nicht, dass ich jetzt die 5 Sterne habe. Ich glaube, das Spiel will noch... Wir haben 3. Das heißt, wir werden wahrscheinlich alle Star Coins ausgeben müssen. Und das machen wir jetzt auch. Oh, schon was übersehen. Ich meine, wäre ich nicht jedes Mal gefragt, ob ich speichern will. Das ist schon mal ganz nett. Ich glaube aber auch nur, weil ich jetzt jederzeit speichern kann. Ich glaube, vorher wurde man schon immer gefragt. Haben wir jemals einmal so ein Itemhaus oder, nee, nicht ein Item, aber so ein One-Up-Haus betreten in diesem Spiel? Ich glaube, wir haben immer drauf geschissen, oder?
für den muss man theoretisch 10 zahlen, um da reinzukommen. So, komm ganz schnell hier durch einmal. 50 sind noch übrig. Das heißt noch 10 Dinger öffnen. Haha, ich kann auch Mathe. Hier ist einfach... Ah doch, eine Sache ist hier. Eiswelt. Wenigstens gibt es ja nicht wie auf der Overworld-Map sowas wie bei New Super Mario Bros. Wii, dass man zu welchen Fights gezwungen wird, mit welchen Hammerbrüdern oder sowas. Ich glaube nicht, dass da noch was kommt, aber wir gucken mal trotzdem nochmal. Da rein. Okay. Oh, ist auch nochmal so ein Doppelding. Noch 3 Stück. Ich sehe schon 2 davon. Das fand ich dort gar nicht so schlecht. War es das mit diesen Fights? Oder was? Klar, es hat die Sache interaktiver gestaltet, aber irgendwie... Ich habe ein bisschen genervt immer davon, das machen zu müssen. Ja, Mann! Party! Was gab's? Was ähnliches gab's im Marvel's Fight? Du hast im Spiel alle Level geschafft. Das zählt als alle Level machen? Okay. Komischerweise hat es mich Marvel's 3 viel weniger gestört. Also hatte ich viel mehr Spaß daran als bei Marvel's Wii. Keine Ahnung warum. So, 4... Warum 4? Warte mal. Warum 4 Sterne? Google. Google-Suche. New Super Mario Bros. 2. Du hast keine 3 Kronen. Ich hab, ja, an sich nicht, aber ich hatte doch 3 Kronen. Muss man die nicht einmal nur erreicht haben und dann war's das? 5 Sterne im Hauptman. Eine bekommst du, wenn du Bowser besiegst, eine, wenn du alle Sternmünzen, alle für alle Mondmünzen, eine, wenn du alle Sternmünzen ausgibst, eine, wenn du Knochen-Bowser besiegst. Guten Abend, Elandur. Okay, das ist ja schon gelogen, weil ich weiß einen davon... Spieletipps, Alter, lüg mich nicht an. Okay, wenn es sein muss... Machen wir mal so ein Ding hier. Hatten wir das? Das haben wir nie gemacht, ne? Dieses Minigame hier. So, danke, das reicht mir schon. Tschö. Speichern beenden. Das kann mir keiner sagen, ich habe nicht alle Leben, weil jetzt ist jetzt safe. Oh Mann, komm schon. Challenge, die Spiel überhaupt zu beenden. Jetzt doch. Okay, was soll's. Man muss wirklich die Leben in der Sekunde haben. Die Frage ist, wenn ich jetzt in den Spielstand reingehe, ein Leben verliere, Speicher, ist der 5. Stern dann wieder weg? Wir werden es nie verstehen. Aber was soll's. So, wir haben das Spiel durchgespielt. New Super Mario Bros. 2 zu 100%. Jetzt bleiben nur noch die ganzen DLCs. Und das sind nicht wenige. Münzrausch starten. Das ist mein Mii übrigens. Der standardmäßigste Standard-Mii aller Zeiten. So, das sind 13 Level-Pakete, die wir hier vor uns haben. So, die ersten sind... Okay, wie ist das nochmal? Ah ja, das läuft ja auf Zeit irgendwie, ne? Okay, wir haben... Warte mal. Wir haben ja sowieso in unserer Ersatzbox... Okay, also es sind... Erstmal fängt das mit ein paar Leveln an, die aus dem Spiel sind. Also, dieses Level haben wir ja, glaube ich, schon gespielt an sich. Also, noch nicht ganz so spektakulär. So, es gibt offensichtlich keine Starcoin zu sammeln, aber ich meine, für einen Checkpoint nochmal 50 extra Sekunden, da mache ich mir echt gar keine Sorgen. Also, es ist halt gerade so ein bisschen Time Attack. Kann man wohl so sagen. Ja.
Twitch buggt bei mir heute sehr herum. Das ist aber schade. Und weiter geht's. Nehmen wir die Zeit mit oder fängt das nochmal bei 100 an anscheinend? Okay. Ja, ne, dein Autoscroller. Okay, wisst ihr was? Man gönnt hier sonst nichts. Yeah, boy. Ich glaube, hier geht's irgendwie darum, wie viel Geld kannst du sammeln in der Zeit oder sowas. Aber dabei ist eh nur sehr normal spielen hier und nicht versuchen, welche Highscores zu knacken. Ist mir jetzt eigentlich relativ egal. Es gibt doch Starcoins. Aber es sind halt nicht solche Starcoins. Wisst ihr, also nicht solche, die musst du jetzt sammeln, sondern eigentlich nur so, die, dass die für Bonusgeld sorgen. Deswegen, wenn ich jetzt nicht alle sammle, dann ist das, würde ich mal sagen, auch kein Problem. Okay, wie gesagt, noch unspektakulär, weil... Okay, das ist auch noch nicht DLC-Inhalt, weil ich meine, DLC beinhaltet ja, dass man dafür Geld bezahlt haben muss. Und ich glaube, diese ersten Level-Packs hier sind halt noch im Spiel so mit enthalten gewesen, ne? Ohne dass man Geld bezahlen musste. Und ich meine, warum auch nicht? Das sind ja wirklich Level aus dem ganz normalen Originalspiel. Oh, es scrollt wieder und nee, Mann. Das Standbild, oh ja. Oh, okay, gut, dass das hier Boden ist. Ey, nochmal 100 Bonusmünzen dafür, dass wir alle haben. Okay, wir haben irgendwas geöffnet, habe ich gehört. Auf. Geh auf. Geh auf? Okay. Yeah, boy. Der Mini-Maxi-Pilz mach ich. Er ist zum Glück kein Mini-Pilz. Der wird nicht wirklich... Wie soll ich sagen? Ein bisschen schwer zu beschreiben, Mann. Der Maxi-Pilz im Vergleich zu New Super Mario Bros. 1 kommt erstmal hier viel seltener vor und auch eher sehr viel mehr geskripteter in Bereichen. Also, ne? Nicht, dass man den jetzt theoretisch mitnehmen kann in der Itembox und überall einsetzen kann, sondern wirklich, der wurde für diese eine Stelle geschaffen zum Beispiel und man kann den auch wirklich dann nur hier benutzen und in ein, zwei anderen Leveln vielleicht auch noch. Eins Schloss. Ich glaube halt, wenn man hier stirbt, dann ist man wirklich tot, ne? Also hat man so gesehen alle drei Level nicht bestanden. Müsste mal komplett alle Level von vorne machen. Muss man vielleicht gut aufpassen. Okay, Starcoin nicht gekriegt. Whatever. Auf zum Boss. Ah ja, Restner. Mal lange nicht mehr. So, und so sieht halt ein Levelpaket aus. Immer bestehend aus drei Leveln. Ich glaube, dass immer drei Level sind. Und dann am Ende werden all meine Münzen zusammengerechnet. Okay, ich glaube, das ist wirklich die einzige Art und Weise, wie man theoretisch auf eine Million Münzen kommt. Weil so viel habe ich ja im Hauptspiel kaum verdient. Rekord speichern, da scheiße ich drauf. So, das war Paket Nummer 1. Man kann auch mit weißen Waschbär-Mario antreten, das heißt, man ist unbesiegbar und das ist irgendwie lahm. Das mache ich vielleicht beim allerletzten Level-Paket und ich kann euch dann, wenn es soweit ist, auch sagen, warum. Das sind wirklich die allerschwersten Mario-Level, die je kreiert wurden. Und ich glaube, die werde ich auch nicht schaffen. Ich versuche jetzt erstmal einfach nur ein bisschen
unspektakulär durch die Level durchzulaufen. Mehr nicht. Der wirkliche neue Content kommt noch. Weil das sind jetzt alle Level, die wir bis jetzt schon gesehen haben. Gehen wir mal oben lang. Oder? War das schlau? Naja, okay. Puh. Mal zwei. Ach, wir verdoppeln unsere Münzen, wenn wir das Ding oben erwischen, oder was? Okay, ja gut. Ich glaube, wenn man das sehr taktisch spielt, dann kann das, kann da was Gutes bei rauskommen. Ich meine, ich spiele das Spiel auch falsch. Eigentlich soll man ja auch darauf spielen, dass man so viele Münzen wie möglich hier einsammelt. Aber ich bin halt viel zu faul dafür. Was ist unser Ziel? War kurz nicht da. Eigentlich das offizielle Ziel ist es, in dieser kurzen Zeit, die wir haben, so viele Münzen wie möglich zu sammeln. Aber ich denke mir so, ja, ne, ich kann es auch sein lassen, weil wirklich mehr kriege ich davon jetzt auch nicht. Und zeigt jetzt eigentlich mehr so die Level an sich, dass es so mehr darum es mir geht. Diese ersten Dinger, ersten Level in diesem Modus hier, in diesem Spielmodus, sind halt Level aus dem Originalspiel, die wir schon hatten im letzten Stream oder vorletzten Stream. Aber später kommen dann halt so richtige DLC-Level, die halt auch wirklich neue Level sind. Und dann fängt es auch vielleicht an, ein bisschen interessanter zu werden. Mal zwei. Mario Time. Boah, 1994. Wie cool. Das ist meine Zahl, Mann. Mein Baujahr. Ach, der hört auf zu fliegen, wenn man spinnt. Warte mal. Happy Birthday. Ey, Arndt van Zandt, ich hatte bei dir im Kopf, dass du 92er Baujahr bist. Nicht 91. Ich hab's irgendwie voll verdreht irgendwie. Okay, was auch immer da mit Mini-Pilz ist, ich will's gar nicht wissen. '91 ist korrekt. Ja. Das habe ich dann irgendwann auch realisiert. Auf zum Bärs. Ah, da oben ist ja noch was versteckt. Man sieht ein bisschen, dass man da auch weiter kann, aber was soll's, ich egal. Oh, weiter geht's. Auf zum Nicht-Resnor-Boss diesmal. Ach ja, oh, die ist wirklich eine der komplexeren Bosse in diesem Spiel, weil man kann nicht einfach instant auf sie zulaufen und draufspringen. Man muss wirklich erstmal diese Phase abwarten. Sie pfeift Cheep Cheep zusammen. Das erinnert mich auch ein bisschen an das, was Chucks in Mario World konnten. Ich konnte zwar einen Treffer noch draufschmeißen, aber na, müssen trotzdem abwarten hier. Mal zwei. Hast du Doras Arm gegessen, nachdem sie Essen gebracht haben? Nee, gefühlt, aber nee. Es war halt sehr surreal, ne, aber nein. Richtig cool. Okay, wir sind 4000 Geld einmal. Oh, okay, wir haben jetzt einen Rekord gespeichert. Ja, cool. Und wo steht jetzt, wo das mein Rekord das? Na, egal. Enthält Level aus Welt 5, 6 und einer Geheimwelt. Okay. Ist das nicht schon eine geheime Welt, Stern 5? Tschüss. Einfach mal das ganze Level skippen, würde ich mal sagen. Das ist sogar schon die fiese Geheimwelt. Mit Mondcoins. Ich kann nur hoffen, dass Boden unter mir ist. Oh, guck mal, es ist kein Boden unter mir. Es war Boden unter mir.
Das ist die beste Story, die ich je gehört habe. Ich habe mich gestern richtig gefreut, als Jan mir das erzählt hat. Naja. Ey, das war richtig blöd von mir. Okay, wir spielen das jetzt ein bisschen mehr legit hier, okay? Und werden nicht skippen. Jedenfalls nicht auf die traditionelle Art und Weise. So, doppelt ist nicht. Weil wir haben das Ding nicht oben erwischt. Sechs, drei. Mit Feuerbrüdern. Oh ja. Versuch. Und ihr seht richtig, wir fangen wirklich im ersten Level wieder an. Also, Checkpoints bedeuten gar nichts mehr, außer natürlich, dass man sich Zeit abholen kann, aber... Okay, scheiße. Ich wollte eigentlich nicht, aber jetzt sind wir wieder hier. So, diesmal werde ich richtig so... Ach so, wenn man zu weit hochfliegt, dann geht das Ding automatisch weg. Ja, gut. Wenn das so ist... Pose. Danke, Mann. Okay. Ja, ich bin auch richtig verleitet, Speedrun zu machen die ganze Zeit, obwohl es gar nicht mal die Aufforderung hier ist. Aber ich muss irgendwie, ich weiß auch nicht warum. Ich muss Speedrun. Okay, nicht verarschen lassen hier diesmal. Na, weil irgendwann habe ich halt keinen Boden mehr. Hast du jemals gewartet, ein Mario-Game ernsthaft zu speedrunnen? Nee. Nee, nicht wirklich. Ist aber auch, glaube ich, nicht so mein Ding. So richtig serious zu speedrunnen. Ich habe mir mal ein paar bei Smash Bros. Melee Missionen oder so. Boah, fangen wir nicht damit an. Also davon gibt es Speedruns und die Leute sind verfickt gut da drin. Also guckt da mal gerne rein. Da, ich könnte das nicht. Das Ding ist auch, ich bin auch gar nicht mal so gut in Smash Bros. Vor allem nicht im Melee. Nicht mehr jedenfalls. Ich würde das gar nicht auf die Reihe kriegen. Aber sowas gibt es schon als Speedrun-Kategorie sogar. Das ist sehr cool und interessant auf jeden Fall. Okay, ich bin selber schuld, oder? Ist meine... Na, okay, ich dachte, die Plattform wäre jetzt erstmal dick despawned. Schade, ich dachte, das könnte was für dich sein. Das Einzige, wo ich mal ein bisschen Interesse gezeigt habe, war Smash Bros. Brawl Abenteuermodus. Speedrun. Aber ich weiß nicht. Ich bin halt nicht der Typ, der wirklich sich die Zeit nimmt und reinsteckt, um wirklich gut und perfekt in diesem Spiel zu werden. Und wirklich auch alle Exploits nutzt und alles Mögliche. Also ich... Im Klartext, das heißt, ich bin zu faul zum Speedrun. Das ist ein bisschen traurig ausgedrückt, aber ich glaube, das trifft es eigentlich ganz gut. Weil man braucht schon viel
Bereitschaft, Geduld, Bereitschaft auch dazu zu lernen und auch Durchhaltevermögen für einen guten Speedrunner. Und ich glaube, ich habe alles davon nicht. Ah, ich will nicht die Rekorde speichern. Ah, ich darf nur einen Rekord speichern. Warte mal. Ich dachte, pro Set oder was ist es, darf ich einen Rekord speichern? Nö, ich darf nur einen einzigen für immer und ewig speichern. So, das sind, glaube ich... Ja, ab hier fangen die DLC-Level an. Ziel, sammelt 30.000 Münzen. Okay, das ist eigentlich nur so ein... Das ist nicht wirklich ein Ziel. Das ist eigentlich nur so ein... So ein Satz, wie soll ich das beschreiben? Also es ist nicht wirklich das Ziel, 30.000 Münzen zu sammeln, um bestanden zu haben. Sondern es ist mehr so ein, hey, haha, sammel 30.000. Okay, aber ich weiß jetzt schon, wenn man 1 Million Münzen ja farmt, dieses Spiel, welches Level man spielen muss, oder? Ich meine, ich habe doch jetzt hier schon mehr verdient als diese ganzen anderen Level zusammen. Oh, ich habe das Ding nicht an der Spitze erwischt, ja. Dann war es das jetzt sowieso mit 30.000. Ich glaube, das ist schon sehr wichtig, die eigentlich an der Spitze zu berühren, damit meine wirkliche eine Anzahl an Münzen verdoppelt wird. Das macht schon richtig was aus. Oh, Goldschiff. Ah, Autoscroller. Na, aber hat man nicht eigentlich dieses Level schon? Oder ist es jetzt nochmal ein anderes Schiff? Ich glaube, das ist nochmal anders aufgebaut. Oh shit. Wow, der hat mich aber übel rangekriegt, dieser Fisch, ne? Ein Fisch. Krass. Komm schon. Ach, scheiß drauf. Ich schwimme vor. Was soll's? Ich will nicht mehr. Yeah, sehr cooles Level. Sehr cooles Level. Ich wollte einfach nicht mehr. So, was haben wir noch? Dritter Level. Warum sagen Leute der Level? Das klingt komisch. Oder nicht? Oder bin ich wieder komisch? Ich check das halt nicht. Zeit, mal dieses Ersatzitem sicher zu holen, weil ich mir die ganze Zeit aufbewahre. Oh, wow. Oh, Mann. Ja, gib mir die Zeit, komm. Ja, gut. Das mit den 30.000 sieht anders aus. Ich glaube, das muss ich sogar nehmen, oder? Ja, zumindest habe ich dann eine Orientierung, wo ich eigentlich hin muss. Oh, da endet das. Ich dachte, es würde noch ein Boss kommen. Das ist echt ein random Ende auf einmal. So, das war das erste DLC-Paket. Sehr cool, oder? Ich meine, guck mal, ich habe jetzt schon durch dieses bisschen hiervon mehr Geld verdient als im gesamten Hauptspiel. Also, wenn es wirklich darum geht, diese 1 Million zu farmen, kann man das nur hier machen. Schwierigkeit 3 Sterne diesmal. Jetzt haben wir 10.000 Münzen. Ja.
ist schon ein bisschen mehr los hier. Also, ne, man kann hier nicht einfach nur komplett durchrambone wie vorher. Man muss wieder ein bisschen vernünftiger hier spielen. Oh, cool. Goldpilze und weg sind sie. Ja. Schade. Na, was soll's. Ich mach mir eh nicht viel draus. Raus hier. Alles, dient alles nur zur Demonstration, ja, diese Level für mich. Deswegen spielen sie gar nicht serious, ich versuche nicht Geld zu sammeln, ich versuche keine Starcoin zu sammeln, weil es hat halt echt gar keinen Wert hier, ne? Ich bin so cool, ich gehe so da hoch. Verschwende zwar dick Zeit dabei, aber egal. Einfach nur zum Flerksen. Ach, da ist noch mehr Zeit. Oh. Mann. Ey, die Kerle kriege ich wirklich nie mit dem Raccoon-Schweif besiegt. In diesem Spiel. Okay. Oh, Zeit. Wobei, ich hab... Scheiß drauf. Ganz ehrlich, ich hab genug Zeit. Ich werde bestimmt nicht 154 Mario-Sekunden bis zum Ziel noch brauchen. Oh, schade. Nein! Mann, dieses Kabel immer von diesem Scheiß... Nicht, dass es daran schuld wäre, aber... Das hat jetzt nicht. Ich bin einfach nur geschaut, weil ich Mr. Schlecht bin. Aber, ja. Okay, alles von vorne, weil ich es am Ende verkackt habe. So traurig. Okay, jetzt spiele ich erst recht noch weniger sorgfältig und renne ja wirklich nur noch durch. Yo! Okay, wisst ihr was? Nehmen wir das Ding. So, meine Zeit wird auch schon so ausreichen, wenn ich einen Checkpoint in der Mitte sammle, ist nochmal 50 Sekunden. Glaube ich, oder? Waren es 50? Damit sollte ich mehr als genug haben. Oh, ich habe ihn erwischt. 100 Sekunden. Oh, okay. Dann ist recht. Okay, ich habe mich leider erwischt. Gut, letztes Level. Ich meine, dadurch, dass man auch mit wenig Zeit anfängt und die Musik schnell ist, bin ich auch instinktiv doch mehr dazu verleitet, auch einfach nur durchzurushen und schnell, schnell, schnell zu sein. Wisst ihr, was ich meine? Statt mir hier ganz viel Zeit zum Erkunden zu nehmen. Oh, voll erwischt. Schade. Ah, er sollte so gesehen der Bowser der Runde sein. Achso, da ist eine Röhre. Ich check das gar nicht. Ich habe die gar nicht gesehen. Ah, gut. Ich hätte nicht erwartet, dass das noch passieren wird. Ich hätte nicht gedacht,
dass er es noch schafft, mit seinem von unten auf mich drunter unter mich springen, mich noch zu besiegen. Ja, von vorne. Wir sind ganz kurz vom Ziel, von 3 Leveln abgekackt, müssen alle 3 Level von vorne spielen. Ja, doch. So sieht es aus. So sieht es aus. Der letzte Dude hat mich ganz perfekt noch aus dem Spiel rausgenommen. Und ich hätte das nie gedacht, dass er das auch hinkriegt. Aber jetzt sind wir hier wieder in Level 1. Geh bitte da rein. Geh doch bitte einfach in diese Röhre rein. Wirklich, wir sollten hier schon mehr als durch sein. Und wir sind immer noch in diesem Scheiß-Level. Deswegen bitte. Oh, jetzt schon. Okay, wir kriegen ein neues Fliegen. Alles cool. Blöde ist, wenn ich fliege, bin ich langsam. Boden. Ich will erstmal nur gucken, wo hier Boden ist. Okay. Dankeschön. Jetzt natürlich, da spiele ich nochmal extra vorsichtig hier, diese Scheißstelle. Guckt euch diesen Pisser an. Und jetzt natürlich nicht gesprungen, ne? Was für eine Ratte. Yeah, wow, das hätte niemals so schlimm sein müssen, aber es war es irgendwie. DLC-Inhalte. Oh, jetzt wird's schwer. Zumindest laut dem Spiel. Ein P-Switch Run. Oh, wie aufregend. Scheiß auf die Startbahn, ne? Okay, wenigstens weiß man, wo die P-Switches sind immer. Oh oh. Reicht das noch? Oh, ich bin gesprungen, aber nein, es war ein Frame zu spät. Ein Frame zu spät. Vielleicht waren es auch 10 Frames zu spät, wer weiß das schon. Aber sobald man einmal irgendwo hängen bleibt, war es das meistens dann auch. Okay. Okay, das Ding hätte man auch mal an der Spitze erwischen können. Aber Level 1 durch. Ich meine, das heißt ja gar nichts. Das ist das Ding halt. Ein Level zählt ja nicht wirklich als durch. Weil wenn ich hier sterbe, dann ist wieder Level 1. Ach du Scheiße. Okay, was will der denn hier von mir? Tja, leider kein Raccoon. Auch hier nicht.
Hilfe. Oh, es wird nicht reichen. Das reicht. Okay, gut. Okay, dann habe ich ja nichts gesagt. Das sieht fies aus. Okay, scheiß drauf, dass er mich trifft. Ist mir egal. Wieso ignorierst du die Sternmünze? Ja, weil sie in diesem Game-Mode eigentlich gar keine Bedeutung hat. Die zählt halt jetzt nicht für Achievement Completion. Ach, keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine. Sondern nur für Münzen. Sie bringt nur zu Münzen. Oh, cool. Ja, moin! The Lucky Pawn ist im Chat. 2 Jahre. Warte mal, man kann mich schon seit 2 Jahren... Stimmt, wir haben ja Dezember? Das... Oh mein Gott, nein! Okay, das gibt's auch hier. Okay, wir müssen es jetzt First Try schaffen. Warte mal, irgendwie habe ich gar keinen Mehrwert von diesem Item. Aber krass, 2 Jahre abonniert man. Kaizo Mario World. Okay, beim letzten bin ich voll durcheinander gekommen, weil auf einmal hat es nicht mehr weitergescrollt. Mann. Okay, Gamepad im Sack. Ich habe dich seit 2 Jahren abonniert. Oh, danke, Mann, das ist echt wild. Ein treuer Mann. Und auf einmal wird es wieder leichter hier. Da freue ich mich. Krass, wie die Zeit vergeht. Ne? Okay. Gib. Ich mag ja auch eigentlich solche Time-Attack-Sachen. Oh, die wollte ich eigentlich eingesammelt haben. Okay. Ich meine, jetzt habe ich hier dicke Zeit. Wenn man immer einen Checkpoint hat, glaube ich, ist alles entspannt. Was bekomme ich dafür? Richtig, ein... Also voll gelohnt. Tja. Wenn es nach mir ginge, würde ich euch jetzt 20 Emotes schenken. Katsching. Aber Twitch sagt, nö, darfst eins. Genau, eins haben. Und ich bin da so, ja. Schade. Ah, ja, wenn ich schon eins hier geschenkt bekomme, warum nicht? Ende. Ich habe mittlerweile Emotes von meinen Lieblingsspielen. Die sind einfach... Oh shit. Ey, was soll das für ein Spiel sein? Katzengame? Das war ein cooles Level. Wie es hier rauf geht. One shot. Kenn ich nicht. Also Katzengame. Nicht zu fassen, dass ich dafür 40 Euro bezahlt habe. So. Nächstes Paket. Ah, das geht ja. Okay. Ich dachte, die gehen alle auf einmal auf.
Hoffen wir mal, dass rechts die richtige war. Die meisten kennen das nicht. Ja. Oh, ich glaube, ich verstehe. Ich muss ja ganz schnell. Ja, ne, man hätte es auch locker besser spielen können, was soll's. Raus hier. Ne. Uff, wo bin ich denn jetzt? War ich? Ne, hier war ich noch nicht, oder? Schade. Ich wusste es. Ich dachte zwar, es wären so ganz normal unsichtbare Blöcke, aber... Was? Und dann wusste ich doch nicht. Ich habe nie irgendwas gewusst. Krass. Warte mal, das ist wieder der Anfang. Wieso darf ich nicht in diese Türe rein? Warum ist sie für mich unbetretbar? Ich meine, ich bin am Sack, glaube ich. Also, ich komme hier nicht raus. Okay, die ist fake. Damit lande ich wieder hier. Also so viele Wege gibt es jetzt auch wieder nicht. Oh, okay. Blöd von mir. Ja, 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 okay, ja. Tja, wenn es nicht so auf Zeit laufen würde, hä? Huh? Die ist fake. Der Weg ist auch fake. Da war ich noch nicht. Oh, das ist auch fake. Okay. Gut. Ja, und dann sind wir hier. Oh, das ist die Tür. Okay. Hätte man nicht denken können. Oh, das sind so richtige Mega Man-Dinger. Scheiße. Okay, da habe ich meinen Ansatz verpasst. Voll verarscht. Ich hab Angst. Oh, wann muss ich denn hier springen? Alles von vorne. Nicht alles von vorne. Ich lebe noch. Ich habe einfach nur eine Bonus-Challenge verkackt. Es ist ja auch extrem schwer, da oben lebend rauszukommen. Oh, ich bin wieder hier. Jetzt bin ich tot. Jetzt können wir alles von vorne machen. Ja, super. Dankeschön. Wirklich, dieser Geist ist auch sehr nett platziert. Uff. Und das war gerade mal Level 1. Was ist das? Wir kommen ja gar nicht hier raus. Okay. Dann nochmal. Okay, erstmal diese Uhren hier einsammeln. Denn die Zeit braucht man schon irgendwie, ne? Gut, also auf ein neues, das ist echt. Ich glaube, bis hierhin geht es ja noch, aber. Gleich das hier mit diesem Wandsprung, ne? Okay. Das ist nur eine Starcoin, oder? Ja, gut. Ah, Hilfe. Boden. Okay, super. Ja.
Nicht lügen. Das ist ja Mega Man. Ja, es ist wirklich Mega Man. Und das war schon Mega Man furchtbar. Das Level endet hier noch nicht mal. Was? Okay, oder ist es jetzt nur der letzte Bonusraum oder sowas? Ich meine, bedenkt, dass ich in Level 2 und 3, wenn ich irgendwo da abkacke, das nochmal alles von vorne machen muss, ne? Oh, Bullet Bills. Jo, was soll denn das? Ja, okay. Hätte ich das nicht genommen, keine Bullet Bills, dann oder was? Na, was soll's. Ich habe hier wieder ein Stuff zurück. Geld Bullet Bills. Oh, da war ein Starcoin. Checkpoints haben nichts zu bedeuten in diesem Spiel. Also in diesem Spielmodus, ne? Ja. Tada! Okay, das Level war viel schöner und entspannter als das allererste. Als das. Nicht als das allererste, aber, ne? Das davor. Ich bin gerade ein bisschen bedazzled im Kopf. Ich habe auch keine Ahnung. Vielleicht nimmt das. Sonst eigentlich die Millionen Münzen sowas von safe nicht. Das kann ich aber jetzt schon sagen. Macht halt auch wirklich keinen Unterschied, ne? Oh, Checkpoint, danke. Bloß Level. Was? Okay, was ist das für ein Levelpaket, wo das erste ein riesenlanges Labyrinth-Level ist? Geisterhaus. Und die zweiten einfach nur so kurze. Vor allem das dritte war ja ultra kurz. Ist einfach nur so, ja, laufen wir durch. Fertig. Okay, danke. Das erste war einfach länger als die beiden nächsten zusammen. Ey, das ist auch mein Baujahr. Als ich nach Amerika gekommen bin. Aber 100%. Ja, 100% im Spielstand habe ich schon. Habe ich schon längst erreicht. Das ist jetzt nur dieses DLC-Spaß. Und da muss man jetzt nicht die Starcoins sammeln. Deswegen gehört nicht zum Spielinhalt. Oh, guck mal, da haben wir etwas, was Nintendo auf jeden Fall auch nochmal einbauen wollte. Ach, hier drin ist Level 2. Okay. Gut. Wow, hey, hey, hey. Aber nicht so. Und da drin ist das dritte Level, oder was? Ich meine, wegen Millionen Münzen. Nee, das gehört aber nicht zu 100% dazu. Frag jeden Mario-Experten. Es bezieht sich ja... Wie soll ich sagen? Also... Ey, meine Münze. Das, hier zum Beispiel mit diesen 100 Münzen sammeln, eine Million meine ich, sammeln, ist ja, das fixiert sich ja nicht auf einen Spielstand. Heißt, das würde ich hier machen, also in diesem Münzrauschmodus, in Spielstand 1, 2 und 3. Und das ist ja mehr so ein geteiltes Ding, also theoretisch, wenn Mama... den Kindern das Spiel kauft. Ein Bruder hat Account 1, einer hat 2, Mama hat auch noch einen. Und da wird das alles zusammengelegt. Das ist jetzt nicht wirklich was, was jetzt zu, ne, ich habe 100% gehört, weil das außerhalb meines Spielstandes rausgeht. Ich weiß nicht, ob das jetzt clever erklärt ist, aber ich hoffe, ihr könnt meinen Punkt verstehen. Okay, das war jetzt Mario Bros. 3 Bonusraum. Und das Mario Bros. 3 normales Level. Coole Idee eigentlich. Nur hier sehen die Hintergründe viel langweiliger aus als sonst wo. Okay, ich wollte hochfliegen, aber
Da die Gegner immer wieder neu spawnen, durfte ich nicht. Oh, Mario Bros. Arcade Game. Da muss ich hin. Was? Ey, das Spiel verarscht mich. Okay, ich meine, Mario All-Stars war ja... War das hier so ein bisschen verbunden? Mario Bros. 3 und Mario Bros. Arcade Game. Oh, wir haben ein Secret Exit gefunden. Sowas gibt's ja auch. Jetzt aber Schluss mit Späßchen. Hier werden gleich Leute gebannt, hä? Jetzt gab's ja einmal im Multiplayer, ne? Mario und Luigi Game irgendwie und... Was soll ich sagen? Also einmal als separates Bonus-Game und dann einmal noch in-game, um... Da kommt man nicht auch irgendwie drum boxen, wer gerade dran ist. Warte mal, das soll jetzt das... Also dieses Spiel 1-1. Also, ne? New Super Mario Bros. 2 1-1. Vielleicht nehme ich die Zeit doch mal, weil ich meine, es sind 100, ne 50, immer noch 4. Okay, das ist so eine Art Tribute an alle 1-1 Level. Oder zumindest ein paar davon. Eigentlich auch nur von 3 Spielen. Und eins davon ist das Spiel, welches wir gerade schon spielen. Habe ich es geschafft? Kommt ein Boss? Bowser? Ey, Mann. Hätte ich nicht erwartet. Okay, let's go. Wow, okay. Sehr cool. Aber jetzt kommt doch nicht nochmal ein extra Boss, oder? Doch? Als ob! Mehr Boss! Nö, doch nicht, Boss. Was? Ich bin so verwirrt gerade. Oh. Das war's mit Bowser. Ja, ganz genau. Okay, warte mal. Wie ein Pro-Gamer müssen wir hier rein. Cooler Hintergrund übrigens. So, kurz gemacht. Ey, Mann, mein Internet-Bowser ist abgestürzt. So, ein weiter Weg zu 1 Million. Wie viele Levelpakete haben wir noch? 10 von 13. Ich glaube, jetzt wird es schwierig, oder? Oh, ist das ein P-Switch? Ne, Muncher-Run so gesehen. Ich meine, es sind jetzt Stacheln keine Muncher, aber... Ihr wisst, was ich meine, ne? Oh, sehr cool, ich mag immer sowas. So, war es jetzt schlau, da lang zu gehen, statt... Oh, nicht oben, da rechts, da rein, wo Zeit war. Okay, das war hier alles nur optional. Lahm. Okay, sehr interessant. Sehr faszinierend. Oh ja, Mann. Immer gerne. Oh, das ist jetzt blöd. Jetzt muss ich ja warten. Na, geht schon. Oh, und jetzt Mini. Da war Münze. Ja, schon okay. In diesem Game-Modus, den wir gerade spielen, ist das Münzensammeln nicht so wichtig.
Das haben wir uns verpasst, oder? Ja, aber... Das ist irgendwie nur dieser Sammelgeldmodus. Also... Mir geht's echt nicht mehr darum. Kann ich da unten rein, oder was? Ah, okay. Das ist mal eine dieser Ausnahmefälle, wo man wirklich mal diese Münzen nicht mal sammeln muss, die Starcoins. Schade. Mal zwei. Oh yeah, Mario Time. Ah, ich habe ja das Goldding nicht mehr. Okay, Mini-Pilz habe ich aber auch nicht mehr. Den habe ich jetzt sicherlich nicht mitgenommen. Also, ja. Komm mal auch da rein, oder wie läuft das? Nö. Also ich nicht, jedenfalls. Mach schneller. Okay, vorsichtig. Das sind immer die Stellen, wo ich richtig doof bin und dann sterbe. Weil ich gar nicht überlege, was ich eigentlich hier richtig machen muss. Und dann haben wir den Ärger am Hals. Okay, welchen nehmen wir? Huh? Ich würde sagen, ganz rechts. Okay. Das könnte richtig gewesen sein. Oder wir gehen einfach nochmal da rein. Und dann klappt's. Okay. Okay, das ist echt ein komisch aufgebautes Level. Aber was soll's. Mano. Okay. Erfolgreich durch. Okay, ist irgendein Vulkanspaß hier, ne? Ja, okay, also man kann hier sehr schnell doof sterben. Gerade in solchen Leveln geht es mir echt nur darum, hier lebend rauszukommen. Fertig. Und nicht noch irgendwas Tolles dabei zu leisten. Ne, auf die Gefahr hin, dass ich dann doch irgendwie was... Einmal mich dann blöd anstelle und dann doch runterfalle oder so. Wobei, noch kann man hier theoretisch gar nicht in die Lava fallen. So, was für ein Soundeffekt. Oh, hier. Jetzt sind die weg, aber... hallo? Links? Nö, es ist genau das, wovon ich gerade geredet habe. So, ne, man versucht und dann stellt man sich dann doch wieder ungeschickt an, als man denkt, und dann war's das. Also ich will einfach nur ganz gemütlich rausspazieren. Mehr nicht. Na, ich hab schon. Ich meine, ich habe ja mal dieses Ersatzding, aber... Wann kommt das mal zum Einsatz? Muss ich jetzt eine Stampfattacke machen, oder was? Wow, ey. Wow.
Wow, okay. Das geht sehr schnell hoch. Ja, okay. Falscher Weg. Schade. Also hätten wir versucht, ja alles da können zu sammeln, so offiziell, dann wäre es wieder so richtig, ja, schade, du hast für den rechten Weg entschieden. Du hättest aber links nehmen müssen. Pech gehabt. So, mal wieder die mal zwei erwischt. Also wenn man es richtig spielt, kann man schon in diesen Sets mehrere 10.000 auf jeden Fall zusammenkratzen. Ich meine, ich habe jetzt 48.000 im gesamten Spiel, ne, seit 3 Streams insgesamt gesammelt. Das meiste davon sowieso in diesen Level-Paketen, aber das könnte ich locker in einem Level-Paket auf einmal schaffen, wenn ich einmal das anständig machen würde. Aber wie gesagt, mir geht es ja mehr nur darum, das zu zeigen, so, ey, was geht, das ist ein neues Level hier und so weiter und so fort. Erstmal her damit. Oh, Achterbahn. Warum darf Mario und eigentlich fast alles in diesem Spiel Gold-Mario sein? Luigi aber nur Silber-Luigi. Jeder weiß, dass Silber weniger wert ist als Gold. Oh, oh, jetzt habe ich den coolen Weg oben verpasst. Ist weniger wert im Material und als, ne, Siegerplatzierung auch. Bronze, Silber, Gold, jeder kennt das. Okay, ich habe ja auf mehreren Ebenen immer falsche Wege genommen. Jungle. Autoscroller Jungle. Oh, das ist aber gar nicht gut. Oh, der Dude. Das Problem ist, ich will auch nicht mal da runter gehen, weil ich sehe mich schon da in dieser Grütze landen. Warum habe ich das jetzt gewusst mit dem unsbaren Block? Man muss halt echt sehr viel auf diese Symmetrik achten. Symmetrie, ne? Heißt das Wort. Ja, Entschuldigung. Ich hab gerade was voll Dummes gesagt, glaube ich. Aber ihr wisst ja, was ich meine. Und hier sieht man es ja genauso. Da, wo so ein Loch in einer Münzspur ist. Ah! Oh Gott. Okay, alles cool. Wir haben es gerettet. Ja, Mann. Weiter. Okay, Zeit ist sehr knapp. Ich glaube, ich nehme das, oder? Das ist das hochwertigere Power-Up. Ah, hier haben wir ein bisschen Zeit. Yeah.
Gibt es da nochmal Bonusmünzen für Zeit? Das weiß ich gar nicht. Je mehr Zeit wir mit ins Ziel bringen oder sowas. Oh, der ist schneller unterwegs. Und Feuer kann ich nicht abwehren damit, scheinbar. Oder doch? Reicht das? Doch, ich kann. Hey Mann, komm schon. Oh. Warte mal, hier ist Boden. Ich dachte schon, es geht jetzt ab. So, sehr freue ich, dass nicht irgendwas kurz um Ziel wartet, dass ich doch in die Lava falle oder sowas Ärgerliches hier. Okay. Achso, das war schon das ganze Levelpaket, ne? Cool. So, dann kommen wir jetzt zu dem letzten richtigen Paket, bevor es zum großen Finale kommt. Was nochmal was ganz anderes sein wird, und das zeige ich euch dann gleich. Aber jetzt erstmal nochmal knifflige Krise, nennt sich das. Sterbe ich hier? Nee. Gut. Okay, aber ich sehe schon, es sind so Entscheidungen, die mich dann irgendwie da und da hinführen oder auch nicht hinführen, oder wie ist das? Oh, warte mal. Wo kam der jetzt her? Ich habe den gar nicht bemerkt. Geld, Bruder. Kann man den so nennen? Oh, da unten war voll der Schatz. McMatz. Komm schon. Ja. Oh. Oh, folgen wir mal dem Geld hier, oder? Das Geld hat immer recht. Ich meine, hier sind so viele Wege. Ich wüsste auch echt gar nicht, ne? Ich meine, was ist das hier zum Beispiel? Mini-Pilz? Den ich unendlich kriegen kann? Okay. Gegnerrollen. Okay, eigentlich wollte ich in die gelbe Röhre, aber... Nee, ich hab's geschafft. Okay. So, wenn das jetzt nicht der super-duper... Oh, hey. Oh, shit. Okay, gib mir das Ding. Ist mir scheißegal. Sieht nicht aus, als würde ich hier sonst lebend rauskommen. Ich glaube, der bleibt... Ja, eben. Nee, der bleibt halt nicht Golder, wenn man den ins Ziel mitnimmt. Der verwandelt sich dann in normale Vollblume. Deswegen würde ich ihn mir eigentlich immer fürs letzte Level aufheben, aber dann setze ich im Endeffekt ja doch nicht ein. Warte mal, Tothaus ist jetzt auch ein Level? Warte, das ist illegal. Doch nicht. Oh, ja, das hätte ich, glaube ich, nicht tun sollen. Ich habe es mir jetzt einfach grundlos schwerer gemacht. Ich nehme lieber die Zeit. Ich meine, das ist ein Autoscroller. Im Endeffekt
wird das schon so geskriptet sein, dass ich so oder so genug Zeit habe. Weil ich das selber auch gar nicht beeinflussen kann. Was? Wollen die zu mir? Geht weg. Mir geht's gut. So. Erstmal erfolgreich entfernt. Damit ich den bloß nicht bekomme, diesen Pilz. Der trifft mich. Okay. Oh, der bleibt. Okay. Blöd. Okay, ich hab's noch irgendwie geklärt. Bekommen. Gut. Was ist denn da? Okay, jetzt nichts mehr. Die Level haben jetzt auf einmal richtig viele Geheimnisse, obwohl ich gar nicht mehr durchblicke, was da noch alles hingehört. Fliegen ist immer gern gesehen, gerade in solchen Situationen. Der Typ! No. Okay. Okay, sehr cooles Level. Wir haben locker nur 30% davon gesehen oder so. Ich lasse es. Das sieht nicht aus, als würde ich das hier irgendwie hinbekommen. Dann falle ich einmal runter und zack, darf dann zwei Level wieder von vorne machen. Und scheinbar kriege ich ja auch so schon genug Zeit. Vermute ich mal. Wie, das Level endet hier? Oder ging es in die Röhre da noch ein? Das ist das komische Level aller Zeiten. Aber das Problem ist, wenn ich das jetzt nochmal spielen wollen würde, dann müsste ich die anderen Level nochmal machen. Und dann denke ich mir, ah, nö, lass mal. Okay, dann haben wir es jetzt halt gelöst. Irgendwie so richtig unspektakulär. Einfach nur einmal durch. Ja, und das war's an sich. Jetzt kommen wir nur noch einmal zum letzten Paket. Schwierigkeit absurd. Das hier sind die schwersten Level, die je von Nintendo gemacht wurden. Mario Lost Levels mit eingeschlossen. Kein Scheiß. Ich werde dieses Paket nicht schaffen. Sage ich euch jetzt schon. Ich werde es euch zeigen. Ich werde wahrscheinlich nicht mal durch Level 1 von 3 kommen. Bedenkt das, selbst wenn ich Level 1 schaffen würde und Level 2 sterbe, ich wieder Level 1 machen müsste. Es ist unglaublich schwer. Und das haben die auch mit Absicht gemacht. Und okay, wir wissen, worauf wir uns einlassen. Es gibt Menschen, die es schon mal geschafft haben. So, wir haben jetzt schon verkackt hier. Das Levelpaket, ja. Ich werde es einfach ein paar Mal probieren, okay? Und einfach mal gucken. Und wenn nicht, dann nicht. Achso, wir haben dieses Ersatzitem gar nicht. Ja, warum auch? Oh, okay, das ist blöd, wenn ich nicht erwische. So, Checkpoint hat natürlich hier keinen Mehrwert. Okay, er macht uns groß. Das hat es an Wert. So, dann kommt diese Stelle. Ich glaube, die habe ich noch nie geschafft, ohne dass ich hier getroffen wurde. Ist heute der große Tag? Nein, heute ist nicht der große Tag. Und dann kommt einfach der Rabe zurück und tötet mich einfach so. Okay. Da kommt einfach so random der Rabe. Vor allem, die waren doch schon längst durch. Aber nö, dann doch nicht. Ich meine, wäre es nicht Nintendo, wäre es bestimmt auch angebracht, hier Safe States einzusetzen. Aber nö. Okay,
bis auf, dass ich immer klein werde, kann ich, glaube ich, den ersten Teil eigentlich. Mann, ich wollte ihn eigentlich töten. Ich dachte, ducken würde reichen, aber nicht mal. Nicht mal. Ja gut, dann werde ich jetzt hier wahrscheinlich abkacken. Oder ich mache wirklich Galaxy Brain und... Wieso hüpft die Bombe? Oh, geh weg. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich hätte ja nicht mal... Wäre ich gesprungen, wäre ich gestorben. Ich bin nicht gesprungen, sterbe auch. Also... What the fuck? Okay. So schnell kann ich gar nicht schwimmen. Na gut. Knapp, aber was soll's? Läuft hier? Ich glaube, hier fängt das Level erst richtig an. Ab dem ersten Checkpoint. So, Mr. Rabe, geh mal bitte. Oh. Moment. Oh mein Gott. Okay, ist das schlau, was ich hier gerade mache? Ja. Ah, oh, geh rein. Und dann im nächsten Raum spektakulär verkackt. Also, ja, okay. Okay, schade. Es war das Ende. Es war das Ende von Level 1. Also, es hat eigentlich gar nichts auszusagen. Okay, das hätte nicht sein müssen. Ja, ey, echt blöd mit diesen Hammerbrüdern. Ich bin ängstlich geworden und versucht durchzurushen. Hey, hoffentlich schaffe ich einfach bis zum Ziel durchrennen. Nee, hat nicht geklappt. Ich glaube, ich hätte schon ganz systematisch die alle einzeln versuchen müssen zu besiegen irgendwie. Auch wenn Hammerbrüder so richtig im Nahkampf echt das Beschissenste überhaupt sind. Mach einmal ernst und durch. Oh, kein Problem. Kein Problem. Ist ja easy schmiesi, ne? Wow. Ja, das ist das Blöde, wenn man die nicht tötet, dann bleiben die auch die ganze Zeit. Oder nicht mal die ganze Zeit, aber... Jedenfalls kehren sie nochmal um. So, was ist mit dem Kerl jetzt zum Beispiel? Diesen einen Raben, der hätte eigentlich gar nicht mehr hier sein dürfen, weil er stört gerade massiv. Okay. Lucky Two? Da ist er. Okay. Okay, nochmal. Also auf ein neues. Und dann der scheiß Kettenhund. Okay. Oh nein. Oh mein Gott. Wie soll ich das denn schaffen? ja. Dann bin ich echt auf die erbärmlichste Art und Weise gestorben. Er ist auf mich zugekommen. Thank you.
Nein, ich habe schon ein Problem mit den Hammerbrüdern. Jetzt soll es nicht schon bei den Fischen anfangen, aber... Unglaublich. Boah, am Ende kommen wirklich zwei Hammerbrüder zusammen. Und das Schlimmste ist, ich hätte es noch fast geschafft. Ich finde schon wieder fast irritierend, dass wenn man Gegner tötet, dass dann keine Punkte kommen. Das ist man von 2D-Marvel-Spielen gar nicht mehr gewohnt. Da ist doch schon das Ding, was mich größer macht. Nein, der musste noch vorher so einmal durch mich holen. Stellen. Oh, warum mache ich das? Ich hätte einfach von der blöden Plattform bleiben müssen. Okay, am Anfang komme ich so oder so nicht drum rum, mich treffen zu lassen. Ich weiß auch nicht warum, aber diese ersten Fische kriegen mich echt eigentlich fast immer. Was ja nicht weiter schlimm wäre, wenn ich dann den nächsten Teil einfach ganz normal durchziehe. Und dann an der Fahne wieder groß werde. Kommt jetzt keiner mehr entgegen von den Raben? Sind die jetzt weg? Gut. Und dann kommt doch einer. Das ist die größte Frechheit dann immer. Ja, genau das. Danke für alles hier. Er scrollt mit dem Bildschirm mit. Was ist das? Guck! Oh, was für eine Sauerei. Okay, ich hab ihn. Leider bin ich jetzt kleiner Mario und hab weniger Zeit. Also sieht es nicht gut aus, dass ich das hier jetzt irgendwie hinbekommen werde. Nee. Nee, 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 nee. Ja, okay, ich probier's noch ein paar Mal und dann lassen wir es, glaube ich, sein. Ich habe schon angekündigt, das wird auch nichts. Also das haben nur sehr wenige Leute, glaube ich, überhaupt geschafft. Und ich gehöre definitiv nicht dazu. Also meines Erachtens nach bin ich schon längst in die Röhre reingegangen, aber scheinbar ja nicht. Ich meine, das Problem sind immer diese Fische hier. Die treffen mich nämlich sonst irgendwie jedes Mal. Okay. Das Faszinierende ist, dass Nintendo es schafft, es trotzdem nicht wie ein Castle-Level aussieht, ne? Ja, so ein Level-Design ist hübsch. Sieht ästhetisch aus. Keine fliegenden Mancha-Blöcke. Ja.
Hilfe. Aber das mit den Raben checke ich nicht. Dann sind sie weg und dann kommen sie irgendwann dann doch random richtig in ungünstigsten Momenten wieder. Das. Ich habe noch nicht durchblickt, unter welchen Faktoren das da. Welche Bedingungen das da geschieht. Da, ne? Der Typ hier. Der Dude. Und jetzt ist er doch wieder weg. So, wird's gemacht. Okay. Tja, wie schön es wäre, wenn man die Lucky Two Wolke mitnehmen könnte hier. Aber wenn er mich nicht trifft, dann trifft mich der Hammer, Bruder. Ich meine, der Kettenhund! Und dann trifft mich der zweite. Es gibt zwei Kettenhunde. Beide treffen mich. Sehr traurig. Wirklich traurig, weil wenn es dann nicht die Hammerbrüder sind, dann safe der Kettenhund. Und der andere. Das ist halt immer das Traurige, dass man wirklich sich dann abrackert und müht, bis an diese eine Stelle hinzuspielen und dann, whoop, in 2 Sekunden ist dann alles erledigt. Na komm, geh. Wenn nur die Flagge haben, dann ist alles cool. Ja? Mann! 2! Warum? Manchmal kommt keiner... Ja, danke, 2. Wirklich 2 von euch. Ja, vielen Dank. Ja, guck mal, wer mich jetzt töten kommt, ja. Konnte ich schon vorher sagen. Als 2 Raben aus dem Nix kamen, wusste ich schon, ja, das war's. 2 Raben, während ich da am Jonglieren bin mit den ganzen Bob-Bombs und dann noch der Lack... Nein. Okay, also es ist RNG. Kann man das sagen? Ist das so? Mit den Raben. Ob sie jetzt kommen oder nicht. Wenn sie nicht kommen, dann habe ich eine gute Chance. Dann kann ich ganz entspannt mir den Lucky 2 packen. Ist eigentlich auch mal geglückt, wenn ich da nicht unter anderen Stressfaktoren stand. Aber wenn die dann kommen, und das ist halt leider anscheinend, sieht es nach Zufall aus, dann ist das ganze Ding zum Scheitern verurteilt. Was natürlich Nintendos höchstpersönlicher Bullshit-Moment für dieses Level ist. Also ungerechter Bullshit, ne? Oder spawnen die halt doch nicht, wenn ich wirklich, wirklich alle töte vorher. Ich weiß halt nicht, ob sie gleichen sind oder die nächsten Raben. Wisst ihr, okay, jetzt habe ich alle getötet und guck mal, ob jetzt noch welche neu kommen. Ja. Da ist er ja. Okay. Das machst du sehr gut. Danke, Mann. Leider nur bis hierhin. Dann springt der Pisser, wenn ich springe. Ahaha. Und ciao. Nee, ey, ich gebe auf. Das war's. Das war's. Das war's. Wir machen jetzt, ich versuche das jetzt mit weißem Waschbär, okay? Das heißt, ich bin unbesiegbar, aber das heißt immer nicht, dass das ein Free Win ist, weil wir haben... Ne, wir... Wir haben sehr, sehr, sehr begrenzte Zeit nur. Oh, okay. Ich habe eine Überraschung für dich. Okay, cool. Daumen drücken. Ja, aber guck mal, ich renne dann immer wirklich bis ans Ende von diesem Level und dann... Was? Das ist so richtig traurig einfach nur und ich glaube, das will ich uns allen nicht mehr antun. Ich hatte jetzt auch gar nicht das Ziel, doch, ich schaffe das heute safe, also alles cool. So, und bedenkt, dass danach noch 2 weitere Level kommen, ne?
Was ist das für ein Superanzug? Türe. Ja, ist der Unbesiegbarkeitsanzug. Nur, damit ich wenigstens mal die Level zeigen kann. Aber es bringt halt immer noch eine Challenge an sich, weil man halt nicht unendlich Zeit hat. Also hier ist die Zeit noch abgezählter als im anderen Modus. Wobei, hier geht es, ja. Wir haben die Challenge nicht geschafft. Damit müssen wir leben. Guck, bis hierhin bin ich gekommen. Richtig bis zum allerletzten Kerl. Und dann war Ende. So, wie sehen die anderen Level aus? Okay. Ich meine, ich hätte auch mal ganz gerne dieses Level ausprobiert, wenigstens, wisst ihr? Nur leider kommt es ja gar nicht mal so weit. Ach du Scheiße. Okay. Zu hart für mich? Oh, shit. Das ist ja wohl lächerlich. Ich habe mir letzte Woche den Zeh angestoßen, als ich meinen Kräutergarten bewässert habe und habe nur 20 Minuten geheult. Also ich würde mal sagen, das hätte ich auch locker First Try geschafft im echten Modus, oder? Was sagt ihr? Okay, ich bin echt doof, ne? Also selbst unbesiegbar wird das nix. Und es war nicht mal knapp. Richtig McLovin. Okay. Ey, ganz ehrlich, selbst im Unbesiegbarkeitsmodus schaffe ich es nicht weiter als Level 2. Was soll ich dazu sagen? Ich probiere es jetzt noch genau einmal, ja? Kann man einfach so einen Unbesiegbarkeitsanzug aussuchen. Ja, in diesem Spielformat, ja. Das kann man natürlich nicht im Original-Hauptgame. Das ist jetzt der DLC-Content. Okay, das erste Level ist ja richtig geschenkt eigentlich. Ich meine, da hat wie viele... Ich habe irgendwie 20 Sekunden drüber oder so noch am Ende. Ist ja Cheaten. Es ist Cheaten, auf jeden Fall. Also, wenn ich das hier geschafft hätte, ne, in diesem Modus, hätte ich niemals gesagt, ja, ich habe die Challenge geschafft. Niemals, Mann. Wenn ich das machen würde, dann wäre ich ein verlogener Lügner. Doppelt sogar. Ich wollte nur die Level einfach sehen, weil ich komme ja nicht mal so weit, dass ich überhaupt mal sehen kann, was da abgeht. Aber das Ding ist halt, selbst auf die Art und Weise schafft man die nicht. Selbst so schaffe ich das nicht. Okay, ich weiß nicht. Also wenn ich jetzt hier wäre, ja, jetzt nur mal rein theoretisch, würde so versuchen. Ich glaube, er wäre auf mir gelandet. Ja, guck, verkackt wie sonst was. Soll man sagen. Okay. Ja. Hallo. Mach mal nicht Wandslide. Ja, und hier läuft es leider auch nicht so. Wobei, wenn ich so fliege, vielleicht... Warte mal, wo muss ich... Muss ich da hin? Ich glaube, ich habe einfach nur dick Zeit verschwendet. Gerade. Oder... Oh, geil. Ja, es geht doch. Man muss nur einmal schaffen zu fliegen, dann geht's. So, und Level 3 sieht dann folgendermaßen aus.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich in der Grütze überleben kann als Unbesiegbarer. Ich glaube nämlich nicht. Boah, das mit diesen Notenblöcken ist ja das Furchtbarste, was es gibt. Okay. Ja, wäre auch sicher interessant gewesen zum Spielen. Okay, das ging dann doch entspannter irgendwie. Das war, dann war es im ersten Versuch doch relativ knapp im zweiten Level. Ich glaube, da kam noch ein bisschen was, aber ich habe einfach diese eine Stelle nicht geschafft. Aber ich glaube, dann kam halt noch mehr, aber ich habe es einfach geschafft zu überfliegen. So, das wäre es. Aber jeder weiß, sogar der Hase weiß, das zählt nicht. Deswegen beenden. So, das war's. Das war New Super Mario Bros. 2. Das gesamte Spiel. So, bis auf das allerletzte Ding ohne Tanuki Super Duper Unbesiegbarkeits-Suit. Das habe ich natürlich nicht geschafft. Also vollkommen klar. So, war ein sehr cooles Spiel. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich will nicht das Intro sehen. Es hatte Bullshit, Secret Exits und hier und auch ein paar Starcoins, aber abgesehen davon hat es mir eigentlich sehr gut gefallen. Ich finde auch die Grafik sehr schön von dem Spiel und auch gameplaymäßig sehr schön, sehr schön. Okay, dann mache ich hier mal aus.